Da sind wir da. So, hallo. Willkommen zur zweiten Runde Mausritter, Mäuse im Winter. Wir spielen, zwei Mäuse sind wieder dabei. Eine Maus, die kranke Maus, ist von der Seuche zurückgekehrt. Hallo. Nein. Guten Tag. Vielleicht ist die Stimme da geblieben, man weiß es nicht. Deshalb fangen wir trotzdem nochmal an, weil vielleicht die ein oder andere Person noch beim letzten Mal nicht dabei war. Man kann das übrigens auf YouTube nachgucken, wenn man das möchte. Stellen wir uns nochmal alle vor. Also ich muss mich nicht vorstellen, aber wir fangen jetzt einfach neben mir an mit Maurach. Habe ich heute gelernt nochmal, dass der Name so ausgesprochen wird. Mit Steffi. Ja, hi. Also ich bin heute wieder Maurach, Haferflocke, Fallendiebin und wenn ich gerade nicht Fallendiebin bin, dann bin ich für Story Games bei Twitch. Ich gebe weiter. Ja, dann machen wir weiter mit Susi. Okay. Hi, genau. Ich spiele heute die Susi. Susi Schimmerwisper ist eine Käferhütin, die immer keine Stimme hat und vor allem immer ihren Rüdiger, ihren Lieblingskäfer mit dabei hat. Ja, und ansonsten bin ich als Cozy Kurkuma auf Twitch und da gibt es Dark Fantasy, Souls Game, Kram. In gemütlich. Ja. Und dann haben wir noch Radenko heute neu dabei quasi. War das letzte Mal sehr gut vertreten von seinem Token. Das hoffe ich doch. Ja, hi. Bin der Heiko himself auf den Twitch und ich spiele heute Radenko. Radenko von Ringel. Ein adeliger, blau marmorierter Ringelschwanz von Ringels. Ja, jetzt dürfen sie sich verbeugen. Das gehört sich so. Ja. Gut, machen sie das. Ja. Ich will einwerfen, dass ich mich nicht verbeugt habe. Das passt nicht in Radenkos Weltbild, von daher hat er das einfach komplett ignoriert. In seinem Weltbild haben sich alle verbeugt. Musik läuft. Ich würde sagen, wir fangen an. Seid ihr alle bereit? Sehr gut. Ich höre Musik. Ja, und Wind. Denn während das letzte Mal noch kein Schnee lag, ist in den letzten Tagen Schnee gefallen. Der Winter ist eingebrochen. Über der Gartenanlage und somit auch über Mausfell, der Zuflucht der Mäuse für den Winter. Edda der Starke und sein Mauster, so nennen wir die ab sofort, haben sich beratschlagt und die Funde des letzten Males besprochen, wie es weiter fortgehen soll. Denn Susi und Maurach sind das letzte Mal aufgefordert worden, einem vermissten Fall sozusagen nachzugehen, denn die Boten der Mauer blieben aus. Als sie erfolgreich die Mauer erklimmten, trafen sie einen einsamen, ängstlichen kleinen Mäusewächter, der sie aufklärte, dass die anderen alle nördlich der Mauer verschollen sind. Und sie machten sich heldenhaft auf, herauszufinden, was denn mit ihnen passiert ist. Dadurch trafen sie auf einen der Mäuse, die noch so ein bisschen am Leben war und leider in ihren Armen verstarb, nur um kurz darauf mit leuchtend blauen Augen zurückzukehren und sie anzugreifen. Daraufhin trafen sie auf ihrem Weg weiterhin noch mehr untote Mäuse und fanden eine blaue Blume und einen leergeräumten Friedhof, bei dem die Gräber von unten heraus aufgegraben wurden. Auf dem Rückweg trafen sie eine alte Mausefrau, die etwas verwirrt zu sein schien und auf ihren verstorbenen Mann wartete. Diese konnten sie erfolgreich überreden, mit in die Gartenanlage zu kommen und nach Mausfell in Sicherheit, wo sie dann auch Eddard dem Starken von ihren Funden berichteten. Nun sind einige Tage vergangen und sie werden erneut zu ihrem Herrscher gerufen. Bei ihnen diesmal eine dritte Maus, nicht dessen Namen Anotto, sondern Radenko. Das bin ich. Ihr steht jetzt alle drei vor der großen Alu-Wand,
die die Tür zum Herrschaftssaal darstellt. Oh, Maurach, wurdest du auch wieder gerufen? Ja, sieht so aus, als wären wir noch nicht fertig. Ich hoffe, wir müssen nicht wieder hinter die Mauer. Das hat mir letztes Mal wirklich gereicht. Ja, ich habe genug gesehen. Und oh, wer bist du? Ihr wart hinter der Mauer? Hallo, ich bin Radenko von Ringel, von den von Ringels. Ihr wisst schon, Adelsfamilie von Ringel. Nein, genug, ihr müsst euch nicht verbeugen. Das ist in Ordnung. Ich kenne die Adelsfamilie höchstwahrscheinlich, weil ich finde, dass es Dinge gibt, die ich da eventuell umverteilen kann. deswegen halte ich mich jetzt mit Worten erstmal noch zurück. Eine richtige Adelsmaus also. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, von den von Ringels haben sie sicher schon gehört. Aber sie dürfen mich Radenko nennen. Wir sind ja schließlich gemeinsam hier zum. Warum sind wir eigentlich hier? Wir wurden gerufen zum. Erstmal nur, um herzukommen. Okay. Wir wissen genauso viel wie ich. Na gut, ja. Aber. Nun, unser Potentat wird sicherlich wissen, was er tut. Von daher, lassen wir das mal überraschen. Um mich auf den jüngsten Erfahrungen zu stützen, habe ich ein bisschen. Bedenken wegen dem Grund, wegen dem wir hergerufen worden sind. Aber in dem Moment, wo ihr euch kurz unterhaltet, kommen zwei Wachen aus der Alutür heraus, schieben sich so vorbei. Ah, da seid ihr drei, ja. Lord Edda erwartet sie nun. Und sie schieben die Aluscheibe so ein bisschen vorbei zur Seite und ihr könnt hineingehen. Es kommt ein bisschen warme Luft entgegen, denn der Raum ist gut geheizt mit mehreren Streichholzresten, die in einem kleinen Häufchen verbrennen. Und in der Mitte des Raumes, an einem kleinen Tisch vor diesem Feuer, steht Edda der Starke. Eine großgewachsene Maus, die ist größer als ihr alle, mit einem moosbehangenen Umhang, der ihn auch warm hält. Neben ihm steht sein Mauster. In einer weißen Kutte. Mhm, ein Mauster. Als ihr euch nähert, erblickt euch. Ah, da seid ihr ja endlich. Ich habe eine weitere Aufgabe für euch. Ah. Verbeuge mich. Mein Lehnsherr. Ich fühle mich geehrt, wieder gerufen worden zu sein. Ja, nun. Die Blume, die wir uns brachtet und die Kunde über untote Mäuse jenseits der Mauer bringen uns Sorge. Und eure Aufgabe wird es nun sein, wir haben beschlossen, dass wir die Zitadelle um Rat fragen müssen. Und ihr seid unsere Boten. Boten? Ja. So wie beim letzten Mal. Ihr habt gut gekundschaftet, also könnt ihr auch gut Botengänge vollführen. Na klar. Ihr müsst nicht wieder nördlich der Mauer, ihr müsst nur hinüber in das Land nebenan, was von dem großen, gedrahteten Mauerzaun umgeben ist. Nun, bei unserem letzten Botengang wurde es ein bisschen gefährlich. Wie sieht es denn aus? Und trotzdem seid ihr heil und wohlbehaltens wieder zurückgekommen. Das zeugt doch von eurer Stärke und eurer Kompetenz. Was aber nicht für Dienst des Königshauses ist. Nun, könnten wir denn etwas Schutz bekommen? Ich meine, falls es wieder gefährlich wird? Ach, das ist... Ich bin sicher, dafür hat unser Lord mich dazu gerufen. Fürchtet euch nicht, Gemeine. Ich schütze euch mit meinem zielsicheren Auge und Bogen. Genau, Radenko von Ringelschwanz, aus der Familie der Ringelschwanz. Es ist ein ehrbares Haus, was uns schon lange... die Treue geschworen hat. Ich verneige mich vor der Weisheit meines Lehnsherrn. Nun, ich denke, ihr seid die kompetentesten Mäuse hier in Mausfell, um dieser Aufgabe gewachsen zu sein. Außerdem ist die Zitadelle bloß von den Maustern bewohnt und sie hüten das Wissen der Menschen und alte Wissen von unserer vor Generationen von Mäusen. Also so, weiß ich nicht, die Wo letzten 10 Jahre mit oder so. Dem Kriegshammer?
Oh also, ja, stimmt. Anotto. Wo ist denn der mit dem Kriegshammer? Wo ist der denn heute? Anotto hat sich der Mauerwache angeschlossen und wird nun dort die restlichen Tage verbringen, um unser Reich zu schützen. Na, wenigstens ist dann einer auf der Mauerwache, auf der Mauer, auf den man sich verlassen kann. Sehr ehrenhafte Entscheidung. Ich bewundere diese Maus. Nun denn, reist zur Zitadelle hinüber in das Reich nebenan. Es befindet sich auf der Insel im großen Teich. Ich kann nicht schwimmen. Es gibt eine Brücke. Okay. Ich würde euch auch nicht in diesem Wetter schwimmen lassen. Wobei der Teich wahrscheinlich in der Zeit zugefroren ist. Aber egal. Wir könnten Schlittschuh fahren. Was sind Schlittschuhe? Gute Frage. Eine Maus mit viel Fantasie. Dann erfinde dies. Ihr seid wahrlich ein sehr schlauer Adliger. Sehr wohl, mein Lehnsherr. Verdammt, wie erfinde ich jetzt Schlittschuhe? Ich könnte mich dem auch mal widmen. Ich meine, ich habe ja schon ein paar Entwürfe für das Käferflugsystem. Vielleicht gibt es ja auch ein Käferschlittersystem, was man entwickeln könnte. Mal schauen. Das klingt vielversprechend. Ich glaube, wir brauchen Rasierklingen. Klingen? Das ist viel zu gefährlich. Aber also ist egal, ich kann das alles beschaffen. Überhaupt kein Problem. Ihr sollt natürlich nicht ohne Belohnung dort hinausziehen. Wenn ihr es schafft, könnte man bedenken, ob man euch auch in den Adelstand hinauf befördert. Ich würde lieber... Das würde bedeuten, dass ihr von den Gesetzeshütern etwas weniger beäugt werdet. Adelstand, cool. Nehme ich. Schimmer bist beim Adel. Meine Eltern werden so stolz sein. Hier. Aber bei Leza? Ja. Erhöht sich dann der Status meines Hauses, oder? Ihr werdet mehr Ehre bekommen, auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Von Ehre könnt ihr euch wahrscheinlich viel, viel Samen kaufen und Nüsse. Wir werden also in Ehre bezahlt? Ja, ihr bekommt natürlich auch ein paar Kerne. Ah, Ehre meint er. Ehren. Ja, sehr gut. Wir werden also in Ehre bezahlt. Ja. Ja. Mit Kernen aus der königlichen Schatzkammer. Ich bin einverstanden. Also Körner sind übrigens die Währung für alle, die das jetzt nicht wussten. Mhm. Also auch für die Zuschauenden. Ja, dann. Naja, dann, ne? Kann ich mich ja wohl nicht dagegen sträuben. Schließlich brauche ich den Adelsstand. Wenn ihr noch etwas benötigt, mein Wächter dort vorne wird euch ausstatten. Haben wir das letzte Mal doch eine Ration haben wir verbraucht, als wir Rast gemacht haben, oder? Ja. Und eine Fackel haben wir auch verbraucht. Ja. Aber nur eine von all unseren Fackeln. Ja, die kannst du die Fackel dreimal verwenden quasi. Achso. Ja, aber willst du die dann vielleicht nochmal aufstocken? Just in case? Die könnt ihr nochmal aufstocken, ja, problemlos. Okay. Wer ist dieser Justin und kommt er auch mit? Ist er gewieft mit dem Schwert oder der Nadel? Wie? Der Justin? Ja, der Justin Kars, den ihr eben erwähntet. Ich glaube, der Herr Radenko ist ein bisschen eine besondere Maus, flüstere ich Maurach ins Ohr. Ja, natürlich bin ich besonders, ich bin ein von Ringel. Ich denke, er ist gedanklich auf dem Stand von Rüdiger. Aber er glänzt nicht so schön. Wer ist denn jetzt Rüdiger? Oh, mein Käfer. Ich halte ihn hoch, so ein kleiner, glitzernder Käfer. Oh, ja, sehr schön. Ein beeindruckendes Tier. Also, absolut. Wir von den Schimmerwispern, wir produzieren den schönsten Glitzer. Und ich flausche so ein bisschen durch und dann bleibt ein bisschen Glanz vom Käfer hängen und würde versuchen, dir ein Smiley auf die Wange zu malen. Wenn du es zulässt. Ich stehe einfach nur da und... Ich verstehe.
Schön. Also es ist eine Art Orden unter euren Leuten. Ich fühle mich geehrt. Vielen Dank, gute Frau. Und ich verneige mich. Leicht. Unter so euren Leuten? Ich weiß nicht genau, was er meint mit dem Orden, aber das ist schon okay. Braucht ihr denn noch irgendwelche Ausrüstung? Haben wir das, haben wir das Horn noch? Weil das Horn ist noch in meinem Inventar. Ja, das habt ihr ja nirgendwo abgegeben, also habt ihr das noch. Habe ich die Ohren dann auch noch? Wenn du sie nicht abgegeben hast, hast du sie noch, ja. Also du hast sie zwischendrin in den 2 Tagen irgendwie verwertet. Das kannst du dir jetzt noch aussuchen. Habe ich. Das ist Deko. Das ist jetzt so eine Kette mit Ohren um den Hals. Genau. Nee, das lieber nicht, aber die ist jetzt Deko. Das sind jetzt untoten Ohren. Die habe ich zu Kernen gemacht. Die zucken ab und zu mal so ein bisschen. Was? Na dann. Aber ist mir egal, weil der Käufer hat Kerne gezahlt, dafür passt schon. Ja, die. Wenn die zucken, ist mir das egal. So Ohren, die so über den Tresen kriechen und so. Klingt toll. Aber wenn mir das aufgefallen ist, dass die noch zucken, dann wäre das ja eigentlich eine Information, die gut wäre, wenn sie alle hätten, oder? Ja. Hat der König das bemerkt? Also, wir hast haben du nicht, ja hast du nicht die Ohren auch teilweise als Beweis mitgebracht gehabt und abgegeben? Ja. Ja, dann wissen die das, ja. Okay. Also das heißt, das, was tot war, ist nicht nach wie vor tot, nehme ich an. Es ist nicht tot, was ewig lebt. Es war Cthulhu, aber das ist egal. Das klingt schlüssig. Für Tage. Genau. Der kommt heute nicht vor. Bis jetzt. Ich meine, ihr kommt jetzt zu Wasser. Kann passieren. Wir machen jetzt ein Mash-up. Da kommt dann Dagon und... Ja, egal. So ein riesiger mutierter Urzeitkrebs, weil einer im Garten ein Ypsheft weggeschmissen hat. So, ich schlage vor, wir gehen zur Zitadelle. Wie schaut's aus? Genau, ihr kriegt nochmal richtige, ordentliche Umhänge, dass ihr nicht friert auf dem Weg. Ihr bekommt alle ausreichend Rationen und Munition. Genau, wie ist das? Diese Wache rüstet, also hat die Shit, um uns auszurüsten, außer Umhänge? Ja. Wenn du noch sagst, was du noch brauchst, kann ich dir noch was geben. Hättet ihr vielleicht nur für den Fall, dass Gegner nah genug kommen, wenn ich nicht schnell genug Bogen schießen kann, ein Degen, eine Nadel, etwas, um sie, ihr wisst schon, in der Nähe zu pieksen? Er greift so hinter sich, da steht so wie so eine Waffenkammer. Dann zieht so eine Nähnadel raus. Ja, wunderbar. Eine kleine, also so eine. Und so dolchmäßig. Genau, und gibt sie dir. Das nur für den Notfall. Vielen Dank. Ja, gut aufpassen und hier unterschreiben, bitte. Was? Das ist völlig neu für mich. Waffen müssen protokolliert werden, so will es das Gesetz. Ich mach sonst könnte ja hier jeder mit einer Waffe rumlaufen. Stellen Sie sich doch mal das Chaos vor. Ist das nicht, also wäre das nicht gut, wenn jeder mit einer Waffe rumrennt, wenn wir von untoten Zombies bedroht sind? Ach, Untote, das muss mir erst mal einer beweisen. So, jetzt schreiben Sie bitte hier Ihren Namen. Ich kann das beweisen. Ich war dabei. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie geschlachtet. Ja. Und ich habe 2 Monde gesehen letzte Nacht. Wirklich? Nein, natürlich nicht. Aber erzählen kann man ja viel. Aber bitte hier unterschreiben. Sie haben die Nadel 426C ausgeliehen und müssen sie innerhalb von 14 Tagen wieder zurückbringen. Wie im Moment. Ich muss etwas zurückgeben? Das ist ein völlig neues Konzept. Ach so, Sie sind ja vom Lord geschickt worden. Moment, falsches Formular. Jetzt sieht so noch ein anderes Formular aus. So. Dann füllen Sie bitte dieses Formular aus. Das ist zur Ausgabe von Waffen, besonders von Spitzennadeln. Die ist nämlich spitz und nicht stumpf, das ist wichtig. Und
Das ist Nadel Nummer 526C und die ist für dauerhafte Ausleihe in königlichen Dienst. Sagen Sie mal, Herr Radenko, soll ich Ihnen einfach einen Haken machen? Bitte einmal hier reinbeißen. Ich beiß da rein und frage ihn noch, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie das Urteil unseres Lehnsherrn ob der Untoten anzweifeln? Nein, ich zweifle gar nichts an. Ich zweifle überhaupt nichts an, aber es ist die Unschuldsvermutung, solange bis das Gegenteil bewiesen ist. Die Untoten sind also unschuldig? Na, sie haben ja noch keinen hinterhalb der Mauer angegriffen, oder? Doch, uns. Wir sind jetzt hinterhalb der Mauer. Ja, aber wir waren ja bei dem Angriff außerhalb der Mauer. Das ist ja eine Perspektivfrage, aber wir sind ja hier nicht zum Diskutieren da. So, Sie haben das wollt. Möchte noch jemand etwas? Ich finde keinen Fehler in seiner Logik. Er hat nicht ganz Unrecht. Wir müssen bei den Untoten eine Unschuldsvermutung unbedingt voransetzen. Ist ja untot, unschuldig. Na, aber beides dieselbe Vorsilbe. Das hat bestimmt was miteinander zu tun. Ja. Sag mal, Susi, als wir weg waren, sind alle verrückt geworden, oder? Vielleicht läuft das in diesen Adelswelten noch einfach ein bisschen anders als bei uns. Bürokratie. Und Inzest. Okay. Sehen Sie den Stammbaum hier? Ein schöner Kreis. Ja, der ist sogar perfekt rund. Allerdings gibt es hier eine Ausbuchtung und er zeigt auf ein Paar, was nach außen geheiratet hat. Ja, das müssen wir aller fünf Generationen machen, sonst wird es schwierig. Ja, verstehe. Bei unseren Käfern ist das auch ähnlich, ja. Ein fünftes Bein und so. Wir hatten einen, der hatte einen gezackten Ringelschwanz. Der ging immer krack, 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 krack. Und der kam wahrscheinlich nicht von einem Blitzeinschlag, nehme ich an. Nee, aber der mochte Elektrizität. Verstehe. Das ist alles ihr meint Pika. Normal. Genau, Pika die Maus. Pika die Maus, ja. Von den Schuhs. Ist mir, ja genau, ist mir vertraut. Pika von Schuh, ja, ja. Der Adel kennt sich untereinander, nehme ich an. Na, Sie sehen doch den Stammbaum. Ja, sehen Sie mal. Ein perfekter Kreis, wie es sich gebührt für einen von Ringel. Okay. Alles klar. Komm, Susi, komm, Rüdiger, wir gehen. Ja, ich denke, wir haben alles, was wir brauchen und vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja. Und die herrschen dann auch uns. Zur Zitadelle. Ja, auf zur Zitadelle. Ihr lauft die Schubkarre hinunter. Also Mausfell, für die das letzte Mal nicht bekommen haben, ist im Grunde eine riesengroße, verrostete, umgekehrte Schubkarre auf einem Stapel von Schrott. Mitten in einem Garten, in einer Strebergartenanlage. Ich spreche das immer aus. In einer Kleingartenanlage. Eine Strebergartenanlage. Ja, da wohnen nur Streber, genau. Ich sollte das wissen, Leipzig ist die Geburtsstadt dieser Kleingarten, aber das ist ja erstmal egal. Geht hinunter, viele Mäuse verstecken sich schon so ein bisschen. Es gibt kein großes Gewusel mehr. Es gibt nicht wie beim letzten Mal die Mäuse, die ganzen Nahrungsvorräte ranschaffen. Alle verstecken sich und versuchen sich so aneinander oder, wenn sie können, an Feuer zu wärmen. Und als ihr Mausfell verlasst, kommt ihr in eine Welt des Weiß. Schneit's schon? Es hat ja schon ordentlich geschneit, genau. Es ist noch nicht so viel Schnee, dass ihr komplett drin versinken würdet, aber bis zum Bauchnabel versinkt ihr quasi. Einige Pfade sind schon geschoben, weil doch ein oder andere Maus mal hinaus muss, um Dinge zu erledigen. Ja, aber natürlich gibt es noch keinen Pfad zur Zitadelle. Es gibt einen Pfad zur Zitadelle. Den müsst ihr nur finden. Warum glaube ich immer noch, dass wir das Kanonenfutter sind? Also irgendwie ist hier ein Muster, ne? Wir werden irgendwie immer vorausgeschickt. Ja. Es führen mehrere Pfade von Mausfell weg. Ihr müsst auf jeden Fall, wie ihr alle noch nicht seht im Stream, aber jetzt dazu kommt,
seht ihr, hier ist die Zitadelle. Gott, was ist denn das deutsche Wort für Vanguard? Und hier ist Mausfell. Das heißt, ihr müsst jetzt aufbrechen. Die Mauer ist im Norden, also müsst ihr nach Westen aufbrechen. Mhm. Wir müssen... Bekannt. Vorbei am großen Kohl. Was ist das denn? Das ist was? Das ist Kohl. Also das ist eigentlich ein Kohlfeld, das ist jetzt natürlich gerade nicht da. Das heißt, es ist ja wieder ein halbes Leben Marsch. Ja, das ist... Naja, es ist aber eine sehr große Ehre, in Lord Eddards Vorhut zu dienen, nicht wahr? Allerdings denke ich, ich hätte vielleicht statt nach einer Nadel nach einer Schaufel fragen sollen. Wir sollten so ein Kaninchen anspannen, finde ich. Hm? Das wäre hilfreich. Nun, ich hab hier eins. Kennt ihr den Weg? Ich war noch nie in der Zitadelle. Ich war auch. Ich komme bis zu der Mauer gegenüber der Mauer. Bis dahin ist so mein Wirkungskreis. Der große, aus Maschen bestehende Zaunmauer, ja. Ja, der. Also ein Maschendrahtzaun. Ja, die komische Mauer. Die undichte Mauer. Im Sommer wachsen noch kleine Erbsen dran, ja. Ja. Und dahinter liegt sie, die Zitadelle, ja? Ich vermute. Also ich wurde der Weg gewiesen, auf jeden Fall. Sehr gut. Dann lass uns los, oder? Ja. Dann. Ja, Gemeinde Maurach, weiset den Weg. Wer geht denn voran? Maurach, offensichtlich. Offensichtlich. Also, wenn sie die Einzige ist, die den Weg kennt, wäre das sie nicht. Auch wenn ich mich schwer beleidigt fühle. Wenn genügend Platz ist, würde ich neben dir laufen. Okay. Ihr könnt auch hinten nebeneinander laufen. Ja, dann mache ich das. Ihr kommt beschwerlich... Super, wenn die beiden nebeneinander laufen, muss ich mich nicht durch den Schnee schaufeln. Kommt beschwerlich voran, ein oder anderes Mal versackt ihr so ein bisschen weiter im Schnee und dann müsst ihr euch gegenseitig wieder raushelfen. Und nach mehreren Stunden des Marsches, denn ihr seid ja nur in Zweibeinergeschwindigkeit unterwegs als Maus, kommt ihr an einen großen, aus dicken Metall geflochtene Zaunmauer mit sehr, sehr vielen Löchern. An einigen Stellen ist sie mit Holz verstärkt. Und der Pfad führt euch durch eines dieser Löcher am Boden. Ich habe zwischendrin ungefähr 5 Minuten damit verschwendet, irgendjemanden mit Schneebällen abzuwerfen. Susi hat aber freudig mitgespielt, das passt schon. Ihr könnt gerne alle mal kurz eine Episode quasi erzählen, die ihr unterwegs gemacht habt. Ja, ich habe auch gerne mit Maurach hin und her ein paar Bälle geworfen. Und ja. Für Rüdiger auch ein paar. Die hat er sich wie so ein kleiner Hund geholt. Und ich habe auch völlig aus Versehen Radenko mit einem Schneeball beworfen. Das war natürlich keine Absicht. Ah, erquickliche Rituale habt ihr. Schön, ja. Kennst du denn keine Schneeballschlacht? Also... in meinem Hause sind wir, wie soll ich sagen, also langweilig. Schlachten sind kein Spiel. Na, aber wie übt ihr denn für die Schlacht, wenn ihr nicht spielt? Wir schlagen Bedienstete. Schlagt Bedienstete? Und uns gegenseitig mit Holznadeln. Ha. Sonderbare Kulturen habt ihr da. Das liegt am Stammbaum. Das liegt am Stammbaum, ja. Ja, ein perfekter Kreis. Wie es sich gebührt für einen von Ringel. Ja. Warum heißt ihr eigentlich von Ringel? Habt ihr Ringel Enze? Und ich schaue so rüber. Ja, ja, also er hat einen Ringelschwanz. Das ist ein genetisches Merkmal der Familie. Wie passend. Ganz schön kalt manchmal gar nicht verkehrt, wenn man nicht weiß, aus welcher Ecke des Landes die Eltern gekommen sind. Wisst ihr, das ist ja das Schöne an unserem Stammbaum. Er hat keine Ecken. Perfekt abgerundet.
Mhm. Ja, runde Sache das. Mhm. Und Radenko, weißt du schon, wenn du mal ehelichen wirst? Ich vermute, Ramona von Ringel. Hm, ein schöner Name. Und ja, sie ist auch eine von Ringel? Ja, ja. Cousine ersten Grades. Ersten Grades? Mhm. Okay. Ich denke, das mit dem Ehelichen ist nichts für mich. Aber jetzt weit mich ein. Wie ist das mit dieser Schneeschlacht? Ah, nichts Besonderes eigentlich. Man nimmt so einen Ball, ich forme ihn. Und ich forme einen Ball. Wirft man ihn jemanden, den man treffen will. Am besten nicht ins Gesicht, aber an den Körper. Patsch. Und ich treffe dich ungefähr so auf Brusthöhe. Boah, kalt. Okay, das probiere ich aus. Ich werf das Ding ich werf meinen Ball zurück. Wahrscheinlich zerfällt er in der Luft, weil ich keinen Druck drauf gemacht habe, sondern einfach nur so Schnee zusammengehäuft habe. Du musst schon deinen eigenen Ball formen. Und dann. Okay. Vollgas. Das Ganze nochmal. Ein bisschen drücken auch. Drücken, nicht nur. Ich drück total fest, nehme immer mehr Schnee. Aber nicht so groß. Geh mal in nicht Deckung. So groß. Vorsicht sein. Und dann probiere ich es nochmal nicht zu kräftig, aber es ist dann halt wahrscheinlich einfach ein Ball, der so pop als Ball kurz hängen bleibt und dann runterfällt. Das war schon besser, aber vielleicht die Sache mit dem Druck und der Dichte, da kriegst du sicherlich noch den Dreh raus. Wenn das meine Mutter sehen könnte, ich nehme an den Ritualen der Gemeinden teil. Sie wäre sicher stolz? Mit Sicherheit. Wahrscheinlich nicht. Nein, es wäre eine Schande für mein Haus. Mhm. Dann verraten wir sie nicht. Ja, gut, dass sie es nicht gesehen hat. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, ja, ja. Aber ich fürchte, wir dürfen nicht zu viel Zeit verschwenden. Das stimmt. Wir haben eine wichtige Aufgabe. Das Kanonenfutter. Ja, mit den nächsten Worten kommt... Wir müssen Kanonenfutter. Mit diesen Worten betretet ihr den Nachbargarten und seht auch schon so ein paar Meter hin, also ungefähr 200 Zentimeter. Wir haben gesagt, wir rechnen immer noch in Zentimeter, nicht mehr in Metern, damit die Entfernung besser passt. Eine aus Stein gesäumte kleine, ich würde jetzt nicht Mauer sagen, Befestigung. Und in der Mitte einen offenen Bereich, auf dem ein Brett liegt, das hinüberführt zu einem kleinen Häuschen, aus dem Schläuche rauskommen, die in das gefrorene Wasser gehen. Für euch ist es ein Pumphaus für den Springbrunnen des Gartenteichs. Beeindruckende Architektur haben Sie hier in dieser Fremde, nicht wahr? Absolut. Sowas habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Was macht denn die Zitadelle mit dem Wasser? Trinken? Aber wofür sind diese Rohre? Zum Transport des Wassers? Wir können ja mal fragen, wenn wir drin sind. Lassen Sie uns einfach so rein? Sind wir denn angekündigt? Das will ich doch machen. Macht euch keine Sorgen. Immerhin seid ihr in Begleitung eines von Ringels, nicht wahr? Ja, das ist was mir Sorgen macht. Aber es könnte uns Türen öffnen. Keine Sorgen, ihr missversteht. Mit dem richtigen Stand stehen einem alle Türen offen. Ja. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wenn ich den Adelstand kriege, stehen alle Türen offen? Immer? Ah, neu, junger Adel. Ich meine, ihr müsst euch erst ein wenig beweisen, nicht wahr? Euer Name muss bekannt werden. Das kann die ein oder andere Generation dauern. Ah, Generationen. Verstehe. Ja,
aber ich bin sicher, euren Enkeln werden alle Türen offen stehen, so wie den von Ringels. Meinen Enkeln? Na, klasse. Aber heißt das, ich muss auch meinen Cousin heiraten, wenn wir im Adel sind? Vielleicht können wir unsere Cousins tauschen. Oh, eine gute Idee. Oh, ja, eine häufig angewendete Praxis, um den Einfluss der Häuser zu erweitern, nicht wahr? Gewiss, ja. Ja. Ich muss mir jetzt wirklich nochmal überlegen mit diesem Adelstand. Nun gut. Wollen wir rein? Es ist so kalt hier. Ja. Er tippelt über das Holz. Es ist an einigen Stellen ein bisschen rutschig. Deshalb könnt ihr mal einen Geschicklichkeitswurf machen. Das lief ja letztes Mal super für Susi. Genau, auf Geschicklichkeit und niedrig würfeln. Nur für dich nochmal. Oh, cool. Aber zum Glück steht ja geschafft da. Ihr habt es alle geschafft. Es gibt keine rutschigen Passagen. Die könnt ihr sehr gut meistern. Und kommt an die Tür der Zitadelle, die ein Metallverschlag ist, wo die Schrauben abgezogen sind und die man aufschieben kann. Steht da jemand davor? Nö, davor steht keiner. Könnt einfach reingehen. Ist das dann, darf ich mir das wie so eine große Bibliothek vorstellen, oder? Kommt gleich. Schreibung kommt gleich. Okay, Entschuldigung. Also dann, wenn jetzt niemand anders schon startet, würde ich einfach gegen die Tür drücken und sie euch so aufhalten. Klopfen, klopfen, gemeine Maurach. Ich bin schon Vollgas unterwegs. Aber ich bin wenigstens höflich und halte sie euch auf, ja? Das passt voll nicht in Radenkos Weltbild, deswegen macht er, was er immer so macht, wenn irgendwas absolut nicht in sein Weltbild passt, und er ignoriert es und klopft einfach an der Tür. Die jetzt offen steht. Oh, Radenko, sie ist doch schon offen, komm rein. Komm schon. Trau dich. Das ist nicht wie das. Nein, das ist nicht wie das funktioniert. Man kündigt sich an, dann wird man hier reingebeten und mit großem Pomp hineingeführt. Möchtest du denn, dass ich die Tür vor dir nochmal zumache? Ja, bitte. Alles klar. Ich mache die Tür vor ihm wieder zu. Ich klopfe nochmal. Wenn er klopft, mache ich sie wieder auf. Wer dort? Radenko von Ringel, von den von Ringels. Der große Radenko von den Ringels möge eintreten in die Zitadelle. Oh, ich verneige mich so. Vielen Dank, werte Bedienstete der Zitadelle. Und ich gucke Maurach. Die ich natürlich bin. Ich gucke Maurach an. Ja, die Bedienstete. Ich meine, Maurach kann man wegen der Augenklappe von anderen gemeinen Mäusen ja gut auseinanderhalten. Susi mit dem Käfer im Arm vielleicht auch. Ja, aber das passt gerade nicht, okay. Ja. In der Zitadelle. Seht ihr, mit Etikette geht doch alles und ich gehe rein. Aber wir waren doch schon drin. Komischer Kauz. Ja, okay. Die Zitadelle ist erstmal für euch wieder sehr warm, das heißt sehr zuvorkommend, dass ihr jetzt so ein bisschen Schnee abwirfen könnt und ein bisschen trocknen, das Fell wieder erwärmen. Es ist sogar so warm, dass ihr die Mäntel ablegen müsstet, sonst schwitzt ihr, was auch ungünstig ist, wenn ihr wieder raus müsst. So ab. Ja. Es gibt so einen kleinen Eingangsbereich. Ihr seht in der etwas weiteren Entfernung, so 10, 20 Zentimeter von euch weg, wie mehrere Mäuse in weißen Kutten so Schriftfetzen und Rollen hin und her tragen. Eine Maus sieht euch, eine etwas ältere, kommt auf euch zu. Guten Tag. Seid ihr die Gesandtschaft aus Mausfell? Das ist korrekt, werter Mauster. Ich? Wir sind hier, um im Auftrag unseres Lehnsherrns Lord Eddard, dem Starken. Ja, ich. Den hohen Mauster zu sprechen. Bin Mauster Carlo. Und grüße Sie herzlich in der Zitadelle. Ich werde nach
den drei Maustern schicken, die für sie verantwortlich sind. Er dreht sich. Morgen, oder? Und euch weg. Nein. Oh nein, morgen wäre zu spät. Und er dreht sich. Wir fühlen uns geehrt, dass Sie sich jetzt persönlich um diese Angelegenheit kümmern. Drehte sich wieder um zum Gehen und dreht sich wieder zurück. Es ist uns eine Ehre, den ehrwürdigen Mäusen von Mausfell zu Diensten zu sein. Sehr nett, wir wollen Sie nicht weiter aufhalten. Dankeschön, bis später. Ja, ich schicke. Ja, geht langsamen Schrittes von euch. Seht ihr? Etikette, sehr wichtig. Das wird noch mal ein halbes Leben dauern. Ja, ihr habt jetzt etwas Zeit, euch umzuschauen. So einen halben Tag. Ich würde gucken wollen, ob ich was von diesen Rohren und Schläuchen nochmal sehen kann. Dort selbst siehst du mehrere Gänge. Offensichtlich wurden auch mit ein paar Holzresten noch ein paar Etagen eingebaut und Wände, in denen so Papier reingestopft ist und mehrere Räume gebildet. Und in einem der Räume siehst du, wie ein schwarzes Loch in der Wand steckt. Also ist ein schwarzes Loch, das steckt nicht in der Wand, das ist da. Was nicht beleuchtet ist. Das sieht ja gruselig aus da vorne. Seht das? Das ist einfach ein Loch in der Wand. Und noch ziemlich dunkel dazu. Warum das wohl nicht so schön gemacht ist wie der Rest hier? Aber warum ist da einfach ein Loch in der Wand? Ich würde ja gerne fragen, aber ich habe Angst, dass die alle so sind. Ich habe auch ein bisschen. Also, Carlo würde ich nicht fragen. Dass, also, die Erklärung, die könnte ja lange dauern dann. Ich schnupper mal dran. Sei vorsichtig. Ich schnuppere sehr vorsichtig. Ich schnuppere an dem Loch. Es ist am anderen Ende des Raumes, aber du kannst ja dahin laufen und schnupperst dran. Es riecht ja ein bisschen nach Abwasser. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Und? Ich denke, ein. Und Verwesung. Loch? Essensreste, die alt sind und sowas. Ich vermute, dass das Loch eine Art Ablüftungssystem ist und irgendwo da oben ist ein Kleiderschrank. Ein Kleiderschrank? Was? Da ihr seid nicht vertraut mit dem. Nun, wisst ihr, man kann von adeligen Personen ja nicht erwarten, dass sie in ein Hütchen nach draußen gehen oder auf eine Latrine und sich da den Hintern festfrieren, wenn es nicht so schönes Wetter hat, nicht wahr? Eventuell. Außerdem sind unsere Klamotten ja auch ein wenig teurer und wertvoller und es hält die Milben. Geht auf irgendwelche Mäuschen? Naja, wir haben den Schrank. Ich bin dauernd unterwegs, für Häuschen habe ich gar nicht Zeit. Ja, unsere Häuschen sind Ertrag. Wie gesagt, es hält auch die Milben fern von den Klamotten. Ja, ja. Das ist ja sonderbar. Also, eigentlich wir haben kein Milbenproblem. Stimmt. Ich achte sehr auf ein gepflegtes Fell. Schau, ich halt so demonstrativ mein Fell hin und her, um zu sehen, dass es sehr sauber ist. Beeindruckend. Danke. Ich wusste nicht, dass es so saubere Gemeinde gibt. Ich bin wahrlich beeindruckt. Wie oft verlässt ihr eigentlich so? Also wie oft verlässt du so dein Haus? Immer wenn Lord Eddard oder ein anderer Höhergestellter etwas von mir möchte. Ansonsten befinde ich mich bei mir zu Hause im Training. Und im Wandschrank. Für den Ernstfall.
Welche das nur, wenn ich mal muss. Tja, das erklärt einiges tatsächlich. Aber, also es riecht ziemlich schlecht, hm? Ich komme dazu und schnüffel auch so. Uff, ach du meine Güte. Ich vertraue euch beiden. Und spare mir den Geruch, aber ich würde mich gerne noch mal so ein bisschen umschauen, ob wir vielleicht... Wieso sind wir hier? Die Essensreste, die man so riecht, sind das eigentlich Menschen? Nee, das sind Essensreste von Mäusen. Okay. Und anderen Tieren. Kann denn eigentlich einer von euch vernünftig lesen? Nicht so wirklich. Ein paar Worte. Mein Name. Rüdiger. Das heißt, die Bücher bringen uns eigentlich gar nichts. Aber ein Maus von Adel wie Radenko kann doch sicher lesen. Ich hab keine Ahnung. Ich studiere mal mein Charakterblatt. da steht nichts von Lesen. Woher weiß ich, ob ich lesen kann? Du bist adelig, du kannst bestimmt lesen. Ihr könnt Mäuseschrift lesen, aber das war's, ja. Ich kann Mäuseschrift lesen. Du natürlich. Hast eine Willenskraft von 12, das sollte gehen, ja. Hey, dann kann ich auch lesen. Ah, natürlich, lesen hat mit Willenskraft zu tun, das ist völlig logisch. Ja. Ich kann sehr gut lesen, habe ich gehört. Ja, das habe ich jetzt so festgelegt, dass Willenskraft alles, was irgendwie geistige Stärke verlangt ist, weil es sonst kein geistiges Attribut gibt, außer Stärke und Geschicklichkeit. Gibt es ja nur noch Willenskraft. Reicht ja auch. Also, wir müssen jetzt eigentlich hier auf die Maus da warten, oder? Wegen denen wir hier sind. Ja. Richtig. Genau. Aber sehen wir, ist das wie eine... Also sehen wir auch irgendwie Bücher oder... Naja, die tragen die ganze Zeit Schriftstücke rum. Und an einer Etage oben drüber sind so kleine Pulte aufgebaut. Also für euch sind es normale Pulte. An denen mehrere dieser Mauser sitzen und halt diese Schriften studieren und teilweise auch abkopieren. Ich tippe mal einen so an. Hey du warte mal schnell. Ja? Einem subtil über die Schulter gucken. Okay. Du hast eine junge Maustermaus erwischt. Ja? Okay, er redet angemessen schnell. Was kann ich für Sie tun? Gibt's hier Bücher? Oh nein. Gibt's hier Bücher über nördlich der Mauer? Ja. Das machen die drei Mauster. Die Obermauster. Ah, und die sind wo? Die kommen gleich. Ich wette, sie sind angemeldet, nicht wahr? Sind die so wie Sie oder so wie der, mit dem wir gerade gesprochen haben? Die sind alt. Alt? Also älter als ich. Ja, ich bin noch sehr jung. Wenigstens ein paar Monate, oder? Ja. Aha, okay. Na dann. Mindestens ein Winter alt. Sehr hektisch, junger Freund. Hat das eine besondere Bewandtnis, oder? Was meinen Sie? Wer ist hektisch? Sie sind hektisch. Nein, ich muss nur los. Entschuldigt. Er rennt so ein bisschen ganz, ganz schnell in Tippelschritten. Vielleicht mag er diesen neumodischen Sprechgesang. Wir reden alle so schnell. Der neumodische Sprechgesang. Das sagt mir nichts. Und es dabei haben wir gemein, öfter mal... Mir fällt kein Pun mit Baden ein. Und Mäusen. Baden im Haus... Ja, das ist wohl ein bisschen die ältere Sache, aber gerade so auf den Straßen kriegt man das öfter mit. Mhm. Die machen untereinander quasi Sprechgesang. Meint ihr, es geziemt sich hier im Hause der Mauster seinem Alter entsprechend die Redegeschwindigkeit anzupassen? Das wird ganz so. Aber wenn wir Glück haben, sind die anderen drei Mauster, sie sind ja auf jeden Fall älter als junge Maus gerade, der junge Mäuserich, und vielleicht ja jünger als der uns anmeldet und hat dadurch, also vielleicht haben sie die perfekte Sprechgeschwindigkeit. Und ich frage mich gerade einfach nur, ob wir auch schneller reden sollten, weil wir sind ja definitiv jüngere Mäuse, sie wissen schon, also das, ich weiß nicht, also vielleicht, ich meine, vielleicht gehört sich das so. Ich bin verwirrt, was ich über Etikette gelernt habe, sagt leider nichts über die Etikette der Maus da aus. Verdammt. Radenko, ihr müsst mal chillen.
Das heißt sich entspannen. Das habe ich nie gelernt. Das gehört nicht zur Ausbildung eines Adelskriegers. Aber ihr meint, ich muss nicht so unnötig schnell reden. Nein. Okay, Etiketten sind auch gar nicht so wichtig. Anstrengend. Ja, es kann ja nicht überall. Es kann ja nicht. Ans Herz. Na, also ich habe kein Etikett zu Hause und ich komme trotzdem gut durch. Bei mir ist nicht mal eins in der Rüstung. Etikette, wie man sich anderen Mäusen gegenüber verhält, vor allem denen von Stand. Na, das kommt auf die Mäuse an. Wie ihr euch verbeugt, wenn ihr mir begegnet. Meine Oma sagt immer, man muss Hauptsache nett und ehrlich sein. Oh. Ja, und sich für Höhergestellten verbeugen und die richtigen Ansprachen verwenden, wie zum Beispiel Lord Eddard ist unser Lehnsherr. Die Mauster sind sehr weise. Darüber nachdenken, wie groß die Taschen sein müssen, die man dabei hat. Die Taschen? Was? Wieso? Das verstehe ich nicht. Oh, für Sammel... Gegenstände. Ah, natürlich, dein Beruf. Maurak, musst du wissen, ist eine sehr bewandte Sammlermaus. Genau. Sammelt Dinge. Ah. Auch auf Auftrag übrigens. Ihr seid für Vorräte und so zuständig. Genau, Vorräte. Also ihr sammelt Dinge und bringt sie dann zu Lord Eddard, dass sie vernünftig in Mausfell verteilt werden können. Das ist sehr löblich. Sehr, sehr löblich. Genau, das ist der Grund, warum Lord Eddard mich auch zu diesem Auftrag. Möchtet ihr auch einen Orden ins Fell malen? Ich finde, sie hätte ihn verdient. Ich mal dir ein Smiley ins Fell. Danke. Sammeln Maus. Was ich für spannende Leute kennenlerne die letzte Zeit. Wahnsinn. So, jetzt hat hier aber auch alles seine Richtigkeit. Wegen dem Orden? Und der Etikette. Ach, ihr ja. Seid aufgeklärt über die Etikette, jetzt wisst ihr, wie ihr euch den weisen Maustern gegenüber benehmen müsst. Also die Etikette, die in der Rüstung fehlen, oder? Nein, wie man sich gegenüber anderen... Okay, nochmal von vorn. Es ist sehr wichtig, sich anderen Mäusen, vor allem denen von Stand, wie zum Beispiel Maustern oder Lord Eddard, ihres Standes gemäß zu verhalten. Aber ihr seid so, wie ihr euch verbeugt, wenn ihr mich trefft. Aber warum? Wir haben uns gar nicht verbeugt, als wir dich getroffen haben. Das überhöre ich. Natürlich habt ihr euch verbeugt, das gehört sich so. Aber wenn ich mir doch einen krummen Rücken machen möchte, dann nehme ich einfach größere Taschen. Das ergibt Sinn. Wenn euch das hilft beim Verbeugen, aber passt auf, dass ihr die Taschen nicht gegen die Knie der anderen Mäuse schlagt. Das wäre wieder gegen die Etikette. Also ich sag's mal so, wenn das einen Nutzen hat, dann schlage ich die Taschen auch gegen die Knie der anderen Mäuse. Und aber das kommt natürlich auf die Taschen der Mäuse. Und vor allem auch die Tiefe, wie man sich verbeugt, das hat mit eurem Stand in Relation mit dem Stand des anderen zu tun. Das also... heißt, wenn jetzt die Mauster auftauchen, ja, dann macht das gleiche wie ich, nur doppelt so tief. Also je schicker die Maus, desto größere Taschen muss ich tragen. Nein! Aber das habt ihr doch gerade gesagt. Ich bin so verwirrt. Ich auch. Ihr müsst euch verbeugen, wenn jemand höheren Standes... Wenn und ihr dafür jemanden brauchen höheren wir Standes größere ansprecht und begrüßt, Taschen. Müsst ihr euch... Wenn euch das beim Verbeugen hilft, aber die Taschen also sind optional. Also das mit den großen Taschen ist auf jeden Fall immer wichtig. Die Taschen müssen immer so groß sein, dass genug Dinge reinpassen. Das hat aber nichts mit Etikette zu tun. Man kann ja eins in die Tasche reinmachen. Genau. Ich fühle mich missverstanden. Nun. Anstand, wie man sich verhält, Benehmen, sind das Begrifflichkeiten, die euch, ihr mit Inhalt gefüllt habt?
Während ihr so im Kreis steht und Radenko alles erzählt, hört Radenko hinter sich ein Ich drehe mich um. Da stehen drei etwas ältere Mäuse, offensichtlich die Obermauster, die Großmauster. Ich verneige mich leicht. Ah, die weißen Mauster. Ich guck nach links und rechts und mach so. Ich nehme den Beutel, den ich habe, und pack den so auf meinen Rücken und lass mich so ein bisschen davon runterdrücken und guck so zu Radenko. Aber sie müssen sich doch hier nicht verbeugen vor uns. Wir sind schließlich Gesandte des Lords. Komm wieder nach oben. Zu gütig, die Herren. Nun, der Lord sagte, es gibt eine weiße Plage nördlich der Mauer. Guckt euch fragend an. Irgendwie, Sie darüber mehr? Ich habe hier Augenzeugen mitgebracht. Ja, meine zwei Kollegen hier haben Schriftstücke eventuell gefunden. Wir müssten sie nur zusammen durcharbeiten, ob wir etwas finden, was diese Unannehmlichkeiten beseitigen kann. Folget sie mir. Ein angenehmes Sprechtempo. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist er mittleren Alters, vielleicht zwei. Vielleicht, ja. Folgt den Mäusen, die zwei daneben tragen halt so, so. Das ist für euch. Als Spieler, Spielis, würde es aussehen wie Zeitungen. Und Servietten und so Kram und tragen es halt in den nächsten Raum. Sie sind ein von Ringel, habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist korrekt. Radenko von Ringel. Ich habe gerade versucht, die beiden Damen in Etikette zu schulen. Entschuldigen Sie, wenn Sie das ein oder andere übersehen. Sie sind in diesem Bereich noch neu. Ja. Meine Mutter war auch eine von Ringel. Das trifft sich sehr gut. Ha! Sie sind also ein Cousin. Das ist ja schön. Ja. Und sie anderen beiden sind auch vom adligen Geschlecht? Ich doch bin nicht weiblich. Ja, ich auch. Er guckt durch etwas. Okay, ja, das ist mir bewusst. Es sind gemeine, aber unser Lehnsherr hat ihnen den Adelsstand als Belohnung in Aussicht gestellt für ihre treuen Dienste. Nun, Ausfall gegenüber. Sie wirken doch recht freundlich. Dankeschön. Klar. Danke. Das ist nie passiert. Die ganze Zeit drauf gewartet. Ich bin die freundlichste Maus aller Zeiten. Ja, also doch, für Gemeine sind sie recht wohlgezogen, nicht wahr? Ja. Nun, es ist schön, dass ihr den Kontakt zu den niederen Stand auch haltet. Es ist schön, die Vermischung der Stände zu sehen. Das erfreut mein altes Herz. Also ich hätte sie eher auf mittleres Alter geschätzt. Sind doch noch so jung. Vom Duktus her. Ja, ich diene schon seit 2 Wintern hier in dieser Zitadelle. Ah, 2. Gut geschätzt. Nun, sie führen euch in einen kleinen abgespalteten Raum, wo ein großer, großer langer Tisch ist mit Bänken davor und sie legen so Papiere hin. Ein Stapel seit aus... 2 Wintern? Ach, seid ihr dann der Sohn von Rhabarbara von Ringel? Das ist korrekt. Ha, wusste ich's doch. Guck nochmal auf den Ringelschwanz. Ja, eindeutig. Ja, meine 20 Geschwister scheinen aber noch drüben zu sein. Einige haben es allerdings durch den ersten Winter nicht geschafft. Ich möchte mich jetzt in euren Kreis hier irgendwie nicht einmischen, aber wir brauchen Informationen. Ringel! Ja, aber kommen Sie doch in den Sitzkreis hier drüben. Ringel? Achso, nein, das ist ein Sitzkreis, ja. Ich setze mich in den Sitzkreis. Ja, das ist so ein rundlicher, ovaler Tisch mit so einem Rundbank drumherum. In der Mitte liegen die Papiere. So, ich glaube, wir sollten die Aufgaben vielleicht verteilen. Sie nehmen diesen Stapel, er schiebt einen rüber. Sie diesen und wir beschäftigen uns mit diesem großen Stapel. Das ist ganz schön viel.
Aber wonach suchen wir denn genau? Nach Anhaltspunkte, wie man diese Seuche vertreiben kann. Also Heilmittel oder Waffen oder wahrscheinlich auch keine Waffen. Heilmittel. Okay. Ja, ja, mein Spezialgebiet. Damit wir Mausfell wappnen können vor der bestehenden Unannehmlichkeit jenseits der Mauer. Das klingt richtig und wichtig. Puh, na gut. Dann mal alle einen Willenskraftwurf. Ja. Wow. Wow. Ja, Susi und Maurach. Ihr findet beide das gleiche Buch. Zieht so ein bisschen dran vielleicht. Weil auf das vielversprechend war, denn ihr seht dort eine Zeichnung von einer Maus drauf mit leuchtend blauen Augen. Offensichtlich. Ja, Radenko ist abgelenkt, denn er findet einen Stammbaum seiner Familie. Ja. Der nicht rund ist, sondern verzweigt. Oh mein Gott! Skandale werden aufgedeckt. Nein! Nein, ich bin ein 36. So, die Verzweigung gehen so in mehrere Kreise auf. Radenko, ich glaube, wir haben das richtige Buch gefunden. Das fürchte ich auch. Schaut mal. Ach, jetzt hör doch mal auf mit deinen Kreisen. Wir haben hier was Wichtiges. Es ist kein Kreis, das ist ja das Problem. Dreiecke sind auch ganz nett. Und da sind ganz viele Kreise, guck mal. Ich hab doch keinen Dreiecksschwanz. Das wäre sehr seltsam. Aber in Ringel sind doch viele Kreise, das ist doch perfekt für euch. Ja. Ihr versteht das nicht. Nee. Was habt ihr denn gefunden? Sieh mal, ein Buch mit einer vielleicht Maus von hinter der Mauer. Diese blauen Augen, so sahen sie aus, nicht? So oder so ähnlich. Ich erinnere mich an den mit dem halben Gesicht. Zumindest die, deren Augen man noch gut sehen konnte. Schauen wir doch mal nach. So, diejenigen, die lesen können. oder gibt es den Maus dann? Das ist natürlich auch eine Option. Können herauslesen. Also ist es in Mausschrift? Naja, das ist in Mausschrift. Okay. Aber dann schon sehr alter Mausschrift. Und ich habe nur Willenskraft 7, also Willensstärke. Ich glaube nicht, dass ich das lesen kann gut. Ja, es ist alte Mausschrift, also. Nö, das, also die über 10 sind, können es lesen und entziffern, okay, was da steht. Dort steht geschrieben, dass, wenn der lange Winter naht, der untote König nördlich der Mauer, der kalte König, Verzeihung, nördlich der Mauer sich erhebt und die Toten aus des Bodens Erde wieder zu Leben erweckt. Doch es ist kein Leben wie des Lebens Lebens, sondern wie des Todes Lebens, das nicht vernichtet werden kann durch gemeinen Stahl, denn nur der Knochen des größten Feindes jeder Maus kann sie für immer aus dem Leben treiben. Okay, gemeinen Stahl? Das ist sehr, sehr eindeutig. Wir müssen einen von Schuh erlegen und Waffen aus seinen Knochen schmieden. Also ich würde jetzt eher darauf tippen, dass wir eine Katze umlegen müssen. Eine Katze? Seid ihr des Wahnsinns? Das sind Monstren! Nun... Na, der Meister richtet sich auf. Nun... es ist alsweilen, dass die großen Zweibeiner diese Monstrositäten halten und domestizieren und des Weiteren, wenn sie sterben, sie beklagen und beerdigen. Ein Glücksfall für euch ist, dass in den Katakomben unter dieser Zitadelle ein solches Grab sich wohl befindet. Das heißt, wir gehen jetzt... durch das Rohr. Durch welches Rohr? Das Rohr. Hinunter in die Katakomben. Das schwarze... das Rohr unter dem Kleiderschrank? Welcher Kleiderschrank? Radenko, du sagtest doch, da ist oben drüber ein Kleiderschrank. Ich sagte vermutlich, aber ja.
Nein, da drüber sind die Schlafquartiere der Mauster. Ihr macht keinen Kasten um euer Loch im Boden? Wieso sollten wir? Das ist nicht der Fäkalbereich. Das erledigen wir woanders. Also, oh, ein Glück. Dann habe ich mich geirrt. Entschuldigt bitte, ich habe euch auf die falsche Fährte gelockt. Nein, nein, die Katakomben sind allerdings nicht ganz ungefährlich. Aber offensichtlich sind die Teile des Ungeheuers unabdingbar gegen das Unheil. Was heißt denn nicht ganz ungefährlich? Nun, wollt ihr damit sagen, hat's Katzen? Keine Lebenden, nur eine Tote. Ah, dann ist sie gut. Jedoch teilen wir uns diesen Boden mit anderem Getier. Würmern beispielsweise. Würmer beeindrucken mich absolut. Die sind doch normalerweise nicht gefährlich. Und eventuell auch ein unheiliger Drache im tiefsten. Ein Drache? Ein Drache. Ein Drache? Zieh meinen Bogen. Das ist der Moment, auf den ich gewartet habe. Los! Die von Ringels werden in die Geschichte von Mausfell für immer eingehen. Aber ein Drache? Richtig mit Feuer und allem? Nein, Feuer schießt er nicht. Lediglich Gift desweilen. Och, na dann. Aber der sollte, im Winter schläft er normalerweise. Wenn ihr euch geschickt anstellt, könnt ihr an ihm vorbeischleichen. Normalerweise. Nun, wenn man ihn weckt, schläft er nicht mehr. Und wir alle wissen, wie man ist, wenn man geweckt wird aus seinem tiefen Schlaf. Und wir können ihn im Schlaf verlegen. Mäuse. Ich weiß nicht, ob wir ihn legen sollten, wenn er nett ist, beziehungsweise schläft. Wenn er Gift nach Mäusen spuckt, fällt er nicht in meine Definition von nett. Nochmal kurz zur Erklärung, weil Heiko das letzte Mal nicht da war und viele Zuschauer, glaube ich, auch nicht. Mäuse können sich nur mit Mäusen unterhalten oder artähnlichen Tieren, zum Beispiel Ratten, damit könnt ihr euch verständigen. Mit anderen Säugetieren funktioniert es über Fremdsprachenkenntnisse quasi, über Willenskraft. Und mit Tieren, die nicht Säugetiere sind, habt ihr keine Chance, euch zu unterhalten. Wie Echsen zum Beispiel, nicht? Ja, oder Schlangen, genau. Oh, Schlangen. Na dann. Aber sagen wir schaffen es in die Katakomben am Drachen vorbei, bis hin zu diesem Katzenskelett. Wie sollen wir diese riesigen Knochen denn zurückbringen? Nun, ihr könntet sie zerkleinern. Oder sie könnten schon zerkleinert sein. Diese Katze liegt dort schon seit mehreren Wintern. Schon mein Vorgänger, der Gwerz, der erhabene Großmauster vom Starken, der Urgroßvater unseres geliebten Edda, dem Starken, hat schon berichtet von dieser toten Katze. Das heißt, alle möglichen Knochenstücke, die klein genug, aber auch groß genug sind, dass wir sie als Waffen nutzen könnten, sollten wir mitnehmen. Ja, Zähne könnten es auch tun. Zähne, ist ja eklig, aber okay. Zähne sind ja im Grunde auch nur Knochen, so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Könnte man einen Haken gegen einen Katzenknochen austauschen? Wie unglaublich cool wäre das denn? Du könntest es oben drauf binden, wie ein Speer. Ja. Nun, wir sollten davon so viel wie möglich dann mitnehmen. Au, oh, große Beutel. Ja, da kommen wir wieder. Da ist alles wieder. Alles kommt wieder zusammen. Große Krallen, ja. Große Taschen. Wir müssen ja so viele versorgen wie möglich. Aber zurück zu den Drachen. Oh ja, der Drache. Fürchtet euch nicht, Radenko von Ringel ist bei euch. Auf diese Gelegenheit habe ich gewartet. Wie oft schießt du denn mit dem Bogen so? Täglich! Auf bewegliche Ziele? Weniger täglich. Ich meine, manchmal gebe ich den Bediensteten solche Klamotten aus, ihr wisst schon, ganz dicken Säcken. Nein, und dann... ich will eigentlich darüber gar nicht nachdenken.
Und hast du schon mal richtig gejagt oder gekämpft? Natürlich. Sorry. Ich bin gerade auf Foundry gekommen und es hat sich geschlossen. Macht weiter. Nein! Okay. Natürlich. Sagia, ja, ein kritischer Fehler. Sag mal okay. Dein Kennwort. Passt schon. So müsste also, wieder gehen. Derselbe ja. Link oder ein neuer? Nicht der gleiche Link, ja. Okay. Das bedeutet, wir brauchen große Taschen. Wir müssen an einem Drachen vorbei, den wir hoffentlich nicht proaktiv wecken und angreifen, Radenko. Nein, und nicht proaktiv. Defensiv. Wir greifen ihn defensiv an? Nein, ja. Dann nur, wenn er uns angreift, oder nicht? Genau, nur aus Defensivzwecken. Genau, nur defensiv. Okay. Ich mache mir nicht so große Sorgen um meine Schleichfähigkeiten. Die brauche ich ja schließlich öfter. Aber ich bin irgendwie ein bisschen unsicher, ob es eine gute Idee ist, da reinzustiefeln. Also, werte Mauster, da habt ihr Knochensägen. Ja, nein. Warum sollten wir so etwas hier in der Heiligen Zitadelle aufbewahren? Naja, um die Katzenknochen klein zu machen. Bisher waren sie nicht vonnöten, aber ich denke, ihr könnt davon ausgehen, dass sie sehr zerbrechlich sind zurzeit. Also, zumindest schon nicht mehr als Gesamtskelett vorhanden. Sehr gut. Also, die sitzen seit, weiß ich nicht, bestimmt 5 Jahren auf einem Katzenskelett und kamen noch nicht auf die Idee, das zu bergen. Wir sind keine Krieger und dort unten sind Gefahren. Wir behüten sie dafür sehr gut. Bis jetzt hat sie noch keiner gestohlen. Wegen Drachen? Nein, wegen uns. Na, verstehe. Denn die Heilige Zitadelle wird nicht angegriffen. So will es das Gesetz. Aber ihr könnt sicher sein, dass es noch dort ist, ja? Ja, der einzige Zugang ist über den Tunnel der Katakomben. Okay. Also gut, dann holen wir uns das Skelett. Holen wir uns das Skelett. Wir sollten vielleicht noch große Beutel mitnehmen, damit wir alles gut verstauen können. Gibt es hier so etwas, was wir mitnehmen könnten? Also das Regelwerk sieht auch nicht vor, dass ihr mehr Platz kriegt. Okay. Ihr habt nur euren Inventarplatz. Schade aber auch. Wir müssen ja ein ganz Mausfell müssen wir versorgen eigentlich, damit. Ich fürchte, wir müssen nur uns damit versorgen. Die 3 gegen den kalten König. Yes. Die 3 Mausgetiere. Ja, das kriegen wir schon. Kein Problem. Nun, aber gut. Ich würde euch erst einmal, ihr hattet eine lange Reise, wir würden euch erst einmal verköstigen, bevor ihr zu dieser erschwerlichen und ruhmreichen, ehrhaften Heldentat aufbrecht, um uns alle nein. vor dem drohenden Unheil zu beschützen. Heldentat, Kanonenfutter. Ich hätte nie gedacht, dass mein Weg hier mal hinführen würde. Irgendwie hatte ich die Befürchtung, dass mein Weg irgendwann mal irgendwie in so eine Richtung führen würde. Ich wusste schon immer, dass wir von Ringels für Großes bestimmt sind. Ja, für Großes. Nun, folget mir zum Speiseraum. Tippet los. Tippeln hinterher, also Radenko zumindest. Ja, ich finde eine Mahlzeit auch ganz gut und laufe auch erstmal hinterher. Führt euch so ein bisschen weit nach hinten an dem Rohr vorbei. Hier geht es nachher zu den Katakomben. Nachher? Naja. Worauf warten wir?
erst das Essen, dann die Arbeit. Ach so. Heute Sinnvoll. Gibt es Käse. Ja. Käse. Ja, er führt euch in einen kleinen Raum, wo schon so mehrere Streichholzschachteln aufgebaut sind mit diesem Ausschub, wo dann so Mäuse drin sitzen und essen. Und dann überall stehen so ein bisschen kleine Käsestücken rum, ein bisschen Brot, Krümel, größere. Und ihr führt euch zu einem dieser Tische, wo ihr euch erstmal stärken könnt. Wir stärken uns. Darf ich mir Käse in die Tasche stecken? Du kannst dir Käse in die Tasche stecken, ja. Gut. Dann nehme ich so ein bisschen Käse mit in der Tasche. Ich wickel den. Haben wir so eine Art Serviette oder so? Ich wickel den so ein bisschen ein und stecke mir den in die Tasche. Wir hatten, glaube ich, so Reisebeutel einfach, ne? Hm. Cool, dann machen wir den voll mit Käse. Ja, du hast halt noch. Wie viel jetzt hast du noch frei? Zwei. Dann kannst du zweimal Käse kriegen, ja. Vielleicht kann ich ja den Drachen mit Käse bewerfen. Wenn er laktoseintolerant ist, ey, dann. Dann haben wir gewonnen. Es gibt wohl doch Mies Condition, okay. Ich dachte, es gab doch Container, aber das ist Condition. Das ist was anderes. Gut, und an der Stelle würde ich. Ich halte mein Inventar dann frei für Katzen. Ja, da kann ich sehr schnell reinfuttern und austauschen. Ist kein Ding. Bei diesem schönen Abendessen mit Käse und Brot und unter den ganzen Maustern, die schnell und langsam und genügsam reden und arrogant reden, machen wir kurz eine Pause. Okay. Es sind zwar noch 10 Minuten, aber das ist ein ganz guter Punkt. Also sehen wir uns in 10, 5 bis 10 Minuten. 5 bis 10 Minuten. Also dann, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.
Jo, hallo. Hallo. Willkommen zurück. Eigentlich sind wir zurück. Schön, dass ihr da seid noch. Wir haben gerade mal kurz gestärkt. Ich zumindest. Ich habe kurz ein Stück Käse gegessen. Und jetzt geht's weiter. Ihr seid gerade mit den Maustern dabei zu essen und bekommt auch ein Bett angeboten, weil es doch schon mittlerweile etwas spät ist nach der langen Reise. Außer ihr wollt direkt losstürmen und aufbrechen. Also es ist mitten in der Nacht jetzt quasi, oder? Nö, ist irgendwo abends, ja. Ich denke, wir sollten erst morgen los. Mein Bäuchlein ist auch so voll gerade. Bist du jetzt eigentlich so viel lauter? Frisch gestärkt, falls wir den Drachen wecken. Das klingt sinnvoll. Ja, ja. Also, brechen wir morgen früh erst auf? Wenn du nichts dagegen hast? Wäre wahrscheinlich besser. Gut, dann bekommt ihr ein schönes Strohbett mit Decke. So ein altes Taschentuch, quasi ein Stofftaschentuch zusammen auseinandergeschnitten, dass da mehrere Decken draus sind. Übernachtet in Frieden. Es gibt keine Probleme. Und gehen die Kameras eigentlich alle, weil gerade bei mir alles steht und eine fehlt? Moment. Im OBS sieht's bei gut mir aus. Ist alles da. Gut. Dann mal weiter. Am nächsten Morgen bekommt ihr noch ein wenig Brot zur Verpflegung, das ihr noch zu euch nehmen könnt. Und ich wünsche euch viel Erfolg. Das Reich zielt auf euch. Hoffentlich zurecht. Ja, ich meine, zur Not können wir andere Mäuse schicken, aber momentan zählen wir auf euch. Ach, zählt. Ah, puh. Puh, das klingt ja sehr ermutigend. Und hier geht durch das Rohr, richtig? Ja. Moment. Hast du die... Verzeihung, aber hast du die Musik gewechselt? Bei mir hat es gerade eben mal geruckelt und seitdem, glaube ich, bin ich zeitverzögert. Ja, ich habe die Musik gewechselt. Ah, na, jetzt passt. Ich habe jetzt, weil in der Katakomben spielt keine Orgel mehr. Okay. Wenn doch, wäre irgendwie auch cool. Da sitzt unten eine einsame Maus mit einer Maske. Die war von hinten so. Neben mir sitzt ein Igor. Genau. Ja, begebt euch in die Dunkelheit. Wollt ihr Fackeln anzünden? Ja. Sollen wir unsere Fackeln aufteilen? Nicht, dass wir alle gleichzeitig anzünden und dann keine mehr für den Rückweg haben. Das macht wahrscheinlich Sinn. Das klingt sehr sinnig. Ich bräuchte sowieso beide Hände, um meinen Bogen zu verwenden. Also ich würde lieber den Bogen bereithalten, falls wir einen Drachen wecken sollten zum Beispiel. Ein guter Plan. Hat er denn gesagt, wie tief in der Höhle der Drache ist? Mm-mm. Nur, dass hier einer sein soll. Wie gut sehen wir denn im Dunkeln? Wir sind ja schließlich Mäuse. Naja, geht jetzt unters Eis quasi dadurch. Es ist sehr, sehr dunkel. Es gibt so ein leichtes Flimmern. Das heißt, ihr seht schon schemenhaft vor euch, wenn ihr keine Fackel anhabt. Aber mit Fackel ist natürlich mehr zu sehen. Aber wollen wir wirklich Licht anmachen, damit uns der Drache vielleicht auch noch sieht? Aber er schläft doch. Nichts. Meint ihr nicht, er hat die Augen zu, wenn er schläft? Wollt ihr mal auf Willenskraft würfeln, ob er das... Wollt ihr mal auf Willenskraft würfeln, ob jemand von euch schon mal was von Drachen gehört hat? Ja! Geschichten. Ja. Goddammit! Ja, also die es geschafft haben früher als kleine Mäusebabys und Kinder Geschichten erzählt bekommen von bösen, großen Drachen, die allerdings im Winter wie in Starre verfallen. Sobald ja, es kalt das hat wird. Mir immer... Das hat mir immer der Großonkel Heribert, keine Ahnung. Heribert erzählt, genau. Der hat immer erzählt, dass die Drachen im Winter schlafen. Na, hat er auch erzählt, ob die Augen dabei zu haben? Hat er das denn erzählt? Ich überlege gerade, ob Schlangen die Augen... wenn sie in Winterstarre fallen, geschlossen haben. Nee, hat er nicht. Hat er nicht erzählt.
Leider nicht erzählt. Ja. Das hat er nicht erzählt. Selbst mit offenen Augen sollte es doch dann nicht mitkriegen, wenn wir vorbeigehen, oder? Hält uns vielleicht für einen Traum, wenn er schläft. Ja, und zur Not habe ich ja auch schon einen Pfeil angelegt auf den Bogen, nicht wahr? Ja, also dann. Aber den lässt du schön da, bis es sich irgendwie, bis es gefährlich wird. Ja, bis es zur, bis defensiv benötigt wird. Ich will nur sicher gehen. Defensiv benötigt. Mhm. Also, wer geht vor? Oder kommen also wir hier sogar nebeneinander lang und ich patsch mal so ein bisschen den Weg ab? Wie breit ist das? Ihr passt zu zweit gerade so nebeneinander. Wie wär's dann damit? Also es ist ungefähr Maurach. Zwei Mäuse breit und zwei Mäuse hoch. Okay. Zwei Mäuse breit. Maurach hält die Fackel und leuchtet uns den Weg. Mhm. Ich kann neben dir gehen mit der Schleuder für die Vorhut und Radenko mit dem Bogen hinter uns für die Nachhut. Genau. Das klingt nach einem vorzüglichen Plan. Ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass Gemeine so sehr in Taktik schuld sind. Das machen wir. Das ist gar kein Problem. Wir Schimmerkäferhüter müssen uns ständig mit solchen Aufpassgeschichten beschäftigen. Gut. Und ihr geht, eure Füße landen immer so ein bisschen in so feuchten Boden. Es ist kein Wasser drauf. Es ist immer so ein, wenn ihr irgendwo drauf tretet. Mm. Und es kommt ein recht ekliger Geruch von abgestandenem Wasser euch entgegen. Und so ein bisschen Fäulnis. Nachdem ihr weitergeht, kurze Frage. Wie war das mit Spinnen? Ist in Ordnung für Erzählen für mich. Okay. Geht ja um die Kurve herum und seht, wie eine große Spinne quer im Rohr feststeckt und sich nicht rührt. Den ersten Blick scheint sie tot zu sein. Na, dann gehen wir dran vorbei, oder? Nun. Auf den ersten Blick scheint sie tot zu sein, klingt nicht sehr vertrauenswürdig. Sag mal, Susi, die Schleuder. Mhm. Ich wollte gerade sagen, sollen wir sie zur Sicherheit mit Pfeilen spicken. Soll ich mal drauf schießen? Aber was, wenn wir sie damit. Was, wenn die auch schläft im Winter und dann aufwacht? Das ist eine Spinne, die ist doch kleiner als wir, oder nicht? Wer weiß, kommt wie groß auf sie ist. Die Spinne an. Das ist eine große Spinne, habe ich gesagt. Die verstopft das Rohr quasi vor euch gerade. Also ist das so eine ganz große Spinne? Sie ist zwei Mäuse breit und zwei Mäuse hoch, ja. So, oh, okay, so. Also eine so große Spinne. Ja. So eine typische Spinnengröße, ja. Also halt, von meinem Bogen. Ich muss jetzt doch kurz ein bisschen Details quasi machen. So, die Beine hängen halt so an der Seite und der Körper ist in der Mitte. Man kann zwar theoretisch draus suchen, aber da hängen halt überall Beine. Spinnensprache können wir ja nicht, ne? Ich würde vorschlagen, dass wir uns der Spinne defensiv entledigen. Das klingt sehr defensiv. Mhm. Ihr wisst doch, wie man so schön sagt. Und ich lasse den Pfeil schnalzen. Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, dann nehme ich die Fackel und spick die so in den Boden, weil der ist ja offensichtlich weich, nachdem der so gematscht. Ja, so ein kleiner Matschboden quasi, ja. Zieh mal einen Haken. Schleuder ist auch bereit. Für eine Kampfposition. Schauen wir mal, was die Spinne so tut. Die steckt immer noch tot fest. Also die liegt dort halt immer noch. Der Pfeil sie nicht. Also wenn du den Pfeil reinschießt, passiert nichts, nein. Er steckt, außer dass er feststeckt. Sieht tot aus, oder? Also dann gehe ich einfach mal vor und piek sie mit dem Haken so an. Ja, das drückt sich so ein bisschen ein, wenn du halt drauf drückst und die Spinne reagiert aber nicht. Und wir müssen da durch, ja? Das ist das Rohr, wo wir durch müssen? Es gibt nur ein Rohr, ja. Okay, kein einführendes. An der Stelle. Wie kriegen wir dieses Monstrum denn hier weg? Ich versuche, zwei Beine abzuschneiden, nacheinander. Ja, dann mal Stärke. Okay.
Ich schneide keine Beine ab. Nein, du sägst irgendwie so dran, aber irgendwie geht's nicht voran. Bis du dann vielleicht feststellst, oh, ist die falsche Seite. Können wir Teamwork machen? Ihr könnt gerne zu zweit würfeln, ja. Können wir mal beide an dem Haken anziehen? Ja. Okay, dann. Soll ich dann nochmal mit? Beide Stärke würfeln? Ja. Ich schaff das. Glaube ich nicht. Nein, natürlich nicht. Aber Mauer geschafft, es reicht. Zweiter Versuch. Beim zweiten Versuch und mit Radenkos Hilfe, der irgendwie zwar anpackt, aber halt nur die Hände quasi draufgelegt hat. Typische Adelsarbeit, so. Genau. Nach dem Motto, wenn du anpackst, flassen zwei los. schafft ihr das, einen zwei Beine abzusägen, sodass ihr zwischen den restlichen durchkriegen könnt? Okay. Na dann. Müssen wir uns wohl vorbeiquetschen. Das, ja. Ja, weiter ins Abenteuer. Und ich versuche auch meinen Pfeil wieder aus der Spinne zu ziehen. Können wir mit der Spinne vielleicht irgendwas anfangen? Also du kannst gerne probieren mit Stärke, ob du den Pfeil wieder rauskriegst. Der war gut. Okay. Naja, musst du ja wenigstens die Chance lassen, oder? Ja! Siehst du? Ja. Du ziehst dran und setzt dich dabei auf den Hintern, als du nicht erwartet hast, dass der Pfeil rauskommt. Unangenehm. Ja. Oh gut, ich steck dir wieder in meinen Köcher. Deine Kleidung ist jetzt auch am Hintern nass. Okay, erstmal schnell dann hol uns eine Fackel wieder, weil die habe ich da vorne in den Boden gesteckt. Die würde ich gerne wieder mitnehmen. Mhm. Ja. Also Maurach voraus. Auf geht's. Dann darf Maurach, wenn sie die Fackel trägt, mal auf Geschicklichkeit würfeln, dass sie die Spinne nicht anzündet. Oh. Das ist ein Punkt. Sehr gut. Schleichst dich so durch, hebst immer die Fackel in den richtigen Moment runter und schaffst es an den Beinen vorbei und ihr seid auf der anderen Seite. Das Rohr... Das war knapp, Mann. Nicht schon gut. Das Rohr verläuft noch einige Zentimeter weiter, bis ihr an eine Kreuzung kommt, aus der offensichtlich ein Zulaufrohr hinzuläuft. Das Zulaufrohr läuft hinzu. Ja, das war eine Meisterleistung. Ich würde schnüffeln wollen, um zu schauen, aus welcher Richtung der Katzenduft kommt. Duft. Oder halt der Duft nach dem, was übrig ist von der Katze. Ja, also Katzenduft wird es nicht mehr geben, aber so ein bisschen Verwesung könntest du noch leicht erkennen. Das kommt aus der linken Richtung. Die Wände sind wahrscheinlich auch alle nass, oder? Die sind zumindest feucht, so ein bisschen, so schmierig. Ich würde einmal versuchen, ob ich unseren Weg vielleicht markieren kann mit dem Glitzerstaub von Rüdiger. Ja. Damit wir uns nicht belaufen. Ich weiß nur nicht, ob es hier hält. Es ist ja schon recht feucht hier unten. Aber besser als nichts, oder? Das ist eine sehr kluge Idee. Dankeschön. Ja, dann würde ich Rüdiger einmal flauschen und so zwei Handabdrücke versuchen zu markieren an der Seite, die wir nehmen wollen. Du machst so zwei Handabdrücke an diesen feuchten Rohrseite und so ein bisschen läuft es hinein, aber der Glitzer scheint sich zwar zu verlaufen, aber er ist sichtbar erstmal. Mhm. Dann finden wir auf jeden Fall zurück. Das, sehr klug, sehr klug. Sehr gut, sehr gut. Werden wir zurückkommen? Natürlich kommen wir zurück. Also, was für eine Einstellung. Naja, nur weil vielleicht wollte der Drache auch die Katze essen. Darüber denken wir wohl nach, wenn wir da sind. Manche also von euch Fall werden bei dieser Unternehmung vielleicht sterben, aber ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Ich eigentlich nicht. Aber mir bleibt wohl nichts über. Für das, dass ich kein Wort von diesem ganzen Etiketten und Verbeugen verstanden habe, ist das ein ziemlich mutiges, eine ziemlich mutige Einstellung. Das stimmt allerdings auch. Wenn ihr weitergeht, seht ihr plötzlich, wie sich die Rohre aufteilen in Schläuche, wo mehrere von dem Hauptrohr aus weglaufen. Mehrere Verzweigungen bilden.
Die Schläuche sind unten wahrscheinlich nicht groß genug für eine Katze, oder? Ja, aber die ist ja von oben eingegraben worden, oder? Ja, die ist von oben eingegraben worden. Die hat das Kind nicht durch die Schläuche geschoben, dass das da unten dann... Achso, ich dachte, sie haben Katzenbaby die Toilette runtergespült. Wow. Es sind Menschen, von denen wir reden, die machen so. True. Sad, but true. Ja. Aber die sind dann auch nur noch eine Maus hoch und eine Maus breit, die Schläuche, die abgehen. Also, ich bin dagegen, dass wir uns aufteilen. Ja, wir sollten auf jeden Fall zusammenbleiben. Das finde ich auch. Ja, ja, ja. Schnüffeln wir doch nochmal. Gute Idee. Die schnüffeln die Schläuche. Müsst ihr nicht würfeln, das kriegt er auch so. Der schnüffelt so und folgt so dem Geruch weiter durch eines dieser dünnen Schläuche. Und der führt euch dann wiederum in einen etwas größeren, ausgehöhlten Erdraum. Und dort hört ihr ein Trampeln von ganz, 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 ganz vielen Schritten. Das macht... Unterwegs markiere ich immer da, wo wir lang gegangen sind, den Routen. Wir kommen eh nicht wieder zurück. Aber jemand, der uns sucht, kann uns auch finden. Genau, die Nachzüglermäuse, genau. Die dann in Kampfrunde 2, 3 und 4 kommen. Habt ihr das gehört? Was war das? Ganz wie Getippel. Aber was? Was Großes? Ich lege wieder einen Pfeil auf meinen Bogen auf. Oder vielleicht was Kleines mit ganz vielen Beinen. Oder vielleicht viele kleine Dinge. Viele kleine Dinge. Oh. Ja, wir hören mal auf Willenskraft. Das ist jetzt quasi auch das für Aufmerksamkeit. Finally. Ihr könnt die Richtung ausmachen. Die Leute, die das geschafft haben, also Radenko. Radenko kann die Richtung ausmachen. Das heißt, du hast gleich Präventivstart quasi. Wir verteidigen uns. Einem Loch, das weiter weg führt, in die Erde hinein, kriegelt sich langsam ganz, ganz viele Beine und ein panzerhafter Körper heraus und klettert an die Decke des Raumes. Ein Tausendfüßler hat den Raum betreten und ihr dürft auf Initiative würfeln. Die sind gefährlich für uns. Die sind groß und gefährlich, ja. Einfach beim Battle Encounter auf den Würfel klicken. Beim Battle Account. Bei mir steht noch keine Begegnung. Ah, vielleicht dauert es nur ein bisschen. Eigentlich? Hier steht auch keine Begegnung. Achso, ich habe sie noch nicht gestartet. Oh, ja, okay. Ja, warum ich das auch nicht habe. Ja, der ist ungefähr 5 Mäuse lang. Und eine Maus breit. Ja, ich habe auch immer noch nichts. Nix. Drückt bei F5. Müsste jetzt eigentlich da sein. Ich aktualisiere auch mal. Nö, keine Begegnung. Keine Begegnung. Dann mache ich die nochmal neu. Lösche ich die Begegnung und hau die nochmal rein. Jetzt ist sie da. Ah ja, ja. Ja, jetzt ist was da. Ja. Und? Initiative! Und wir klicken jetzt auf uns selber, oder? Nee, ja, auf den Würfel innerhalb der Begegnung. Mhm. Genau, dann rechnet er auch die Initiative nach Mauskette-Regeln. Ich bin nicht sehr initiativ. Radenko, du hast sowieso First Schlag. Dann bist du jetzt gleich zweimal dran, weil du den ja schon gesehen hast. Ja, das ist ja wunderbar. Dann würde ich sagen, ich werde jetzt sehr defensiv mit diesen 1000 Füßler. Aber du bist ja ganz hinten auch, ne? Das heißt, wir müssen uns bücken, wenn du schießt? Aber einen Bogen. Der ist doch an der Decke oben da. Ja, der ist nach oben geklettert, genau. Also die Decke ist ungefähr anderthalb Mäuse hoch. Achso, okay. Ich dachte auch nur eine Maus hoch. Kein großer Raum, nein. So, was muss ich tun? Du musst auf Geschicklichkeit würfeln. Genau, wenn du Bogen schießt, ist Geschicklichkeit. Ich würfel auf Geschicklichkeit. Toll. Okay, ein Pfeil geht fehl. Dann darf ich gleich nochmal, hast du gesagt? Du darfst dann gleich nochmal, genau. Okay. Ach nee, warte, du triffst immer. So war das. Man trifft immer im Mausritter. Was? Im Mausritter trifft man immer, du würfelst bloß den Schaden aus. Okay. Ja,
damit kann ich leben. Dann treffe ich jetzt zweimal. Dann, das kann, wenn ich den Bogen anklicke, passiert nichts. Muss ich einfach selber den Wert würfeln. Ja, musst du einfach selber würfeln, ja. Okay. Eine 3. Also doch, wenn du auf Bow, wenn du auf Bow klickst, müsste es funktionieren. Also auf das Wort. Eine 7. Ah ja, ja, da geht's. Aber jetzt habe ich schon gewürfelt. Ja, 3 und 7. Genau. 3 und 7, das heißt, es sind einmal 2 und einmal 6 Schaden. Das macht 8, ne? Ja. Ja, der kringelt sich noch ein bisschen oben an der Decke rum. Und ist jetzt dran. Was? Das ist ein Tausendfüßler. Der hat eine natürliche Panzerung. Und streckt sich quasi den Oberkörper nach unten, um Radenko zu beißen, was er logischerweise dann auch schafft. Ich prangere das an. Ja, wenn du Rüstung hast, kannst du es dann abziehen, kriegst aber sonst 3 Schaden. Habe ich natürlich nicht, ich kriege einfach 3 Schaden. Ja, dann kriegst du, würfel mal bitte ein D12. Ein D12? Oder auf Stärke, würfel mal auf Stärke. Schafft. Gut, dann kriegst du kein Gift. Kein Gift. Aber die 3 Schaden. Die 3 Schaden kriegst du, ja. Okay. Ah! Radenko! Rettet mich, rettet mich! Es hat mich gebissen! Oh, wer ist denn dran? Güte. Mauer, ich bin dran, oder? Ja. Du kannst mit rechts. Das ist sehr defensiv. Du kannst mit Rechtsklick auf das Begegnungszeichen oben das auch rauspoppen und kannst es hier oben hinlegen, dann siehst du es. Dann reagiere ich auf den Biss, indem ich versuche, ihm ins Gesicht zu pieksen. Dann einmal Schaden. Neun Schaden. Wow. Nice. Der schafft es nicht, das heißt, der Tausendfüßler fällt von der Decke. Rücklings auf den Rücken und die Beine krampfen so ganz kurz und erliegen dann dem Ganzen. Die ist tot. What? Das ist gut. Ja. Ach, du bist so gut im Kämpfen. Erst die Untoten auf der anderen Seite, die du auch problemlos weggehauen hast und jetzt das? Ja, ja, unsägliche Kampferfahrung. Und das als Sammlermaus. Mhm. Aber Radenko, bist du in Ordnung? Nein, ich wurde gebissen. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass ich dieses Monstrum mit 2 Pfeilen gespickt habe. Das war sehr gut. Bevor es überhaupt etwas tut. So. Es wäre sonst nie von der Decke gefallen. Nie. Eben. Darauf wollte ich hinaus. Danke. Genau. Ich muss kurz nochmal nachgucken. Aber ihr könnt ja ein bisschen reden. Oh, wir hätten uns irgendwas so verbunden. Können wir denn da was machen? Seht mal, da kommt Blut raus. Ich glaube, das gehört so nicht. Das Blut kommt eigentlich nicht rein. Ach du meine Güte. Ich kann das kleben. Ich habe Kleber. Hilft das? Kleber auf die Wunde verstopft sie zumindest erstmal, ja. Natürlich hilft das. Dann los! Okay, ich habe keine Ahnung, ich habe von Medizin absolut keinen Plan. Ich weiß nicht, was zu tun ist, deswegen... Ich würde es trotzdem einfach kleben. Ich würde... Das brennt wahrscheinlich wie alle. Wie fändest du die Scheiße? Ich kann gar nicht hinsehen. Also das heißt, ich nehme so ein bisschen Kleber und ich nehme den Kleber und schmiere den so auf die Wunde. Haltet durch, Radenko, haltet durch. Wie neu. Super. Danke. Immerhin wird das dein Leben nur um 3 Wochen statt um 2 Monate verkürzen, wenn du die Wunde mit dem Kleber klebst. Was? Es sieht aber recht gut verklebt aus. Und wahrscheinlich ist es voll wulstig und gar nicht gut verklebt, oder? Es ist einfach nur so ein Klumpen Haare, Blut und Sekundenkleber. Aber es wird erstmal halten. Gibt's und es kommt kein Blut mehr raus. Irgendwas, wie man TP wiedergewinnt? Ja, Rasten zum Beispiel. Okay. Das gibt's. Da kannst du dann den Kleber wieder abmachen. So aus dem Fell. Nag ihn so aus dem Fell raus. Das ist
suche nur gerade, weil eigentlich musst du jetzt noch drauf würfeln, ob deine Waffe kaputt geht. Also, ob du eine Nutzung brauchst. Deine Waffe. Ich bin's doch schon wieder nicht. Ich wollte das vorm Spiel raussuchen. Denkt ihr, es gibt noch viel mehr von diesen Kreaturen hier? Ich hoffe nicht. Also, noch so ein Biss überlebe ich, glaube ich, nicht. Das ist halt, ja. Die Spinne war ja. Halt auch schon. Ein Glück hat die nicht mehr gelebt. Dass die hier so groß werden hier unten. Normalerweise kann man die wegsnacken. Das ist wirklich... Vielleicht ist hier irgendwas in dem Wasser drin oder so. Ist der Drache dann auch so groß? Also... Ich fürchte, Drachen sind größer als 1000 Füßler. Aber wenn der Drache durchschnittlich größer ist als der 1000 Füßler... Und die Spinne jetzt sehr viel größer war als eine normale Spinne. Ist der Drache dann ein Monsterdrache? Ach, ja. Oh meine Güte. Das wäre sehr gut möglich. Das aber eindeutig. Das würde vielleicht auch bedeuten, dass die Katzenknochen ebenfalls Monsterkatzenknochen sind. Oh, und dann könnten wir problemlos und noch besser funktionieren. Sorgen. Genau. Aber wie kriegen wir die dann hier raus, wenn sie so riesig sind? Zu zweit. Kann man nicht ihr dann, sagen. Weil ich bin verletzt. Naja, du nimmst die Fackel. Ich nehme dann die... Aber ich bin Bogenschütze. Na gut, ich nehme die Fackel. Du kannst auch den Knochen nehmen. Aber ich bin Bogenschütze. Irgendwas musst du wohl nehmen. Naja, ich habe im Rucksack noch ein bisschen Platz. Für den Knochen oder die Fackel? In meinem Rucksack sind Fackeln. Aber doch nicht angezündet, oder? Nein, natürlich nicht. Das wenn wir essen, regenerieren sich dann Lebenspunkte? Okay. Wenn wir essen, regenerieren sich dann Lebenspunkte? Das ist kein magisches Essen, das ist einfach Essen. Da wächst keine Haut plötzlich zusammen. Schade. Aber in Videospielen... Ich wollte gerade sagen, das ist ja kein Videospiel, das ist das echte Leben oder so. Ich habe es gerade gefunden. Ihr müsst mal die Sachen, die verwendet wurden, 1W6 würfeln. Bei alles, was ab einer 4 ist, müsst ihr ein Verbrauchs-, also eine Anwendung. Punktieren. Natürlich. Ich weiß doch, wie man mit meinem Haken umgeht. Und bei Radenko sind es auch noch die Pfeile, da musst du auch nochmal drauf. Mhm. Ah, auf die Pfeile auch nochmal würfeln. Ja. Immerhin. Und die Fackel kriegt auch einen Punkt, die an ist. Ja, ja, stimmt. Na? Ist jetzt langsam zu weit. Mhm, das ist eine schöne Fackel. Ich hab den Punkt hingemacht. Ja. Ist halt ich so. Wollte euch nur die Fackel nochmal zeigen, weil ja. Ich diese unglaublich toll fand. Schaut euch meine Fackel an. Schaut euch diese schöne Illustration an dazu. Ein Traum, das ist also artistisch unerreicht. Ich würde mir diesen 1000 Füßler gerne ein bisschen genauer anschauen. Ich meine, ich stand ja schön dahinter und rein und habe überhaupt nichts gemacht. Das ist richtig. Also bin ich mutig genug, mir den mal anzugucken. Du hast Rüdiger gerettet. Ja. Ja, das 1000 stimmt. Füßler ist auch ein Käfer, ne? Ja. Ist da irgendwas Spannendes oder ist halt einfach nur ein 1000 Füßler? Und du klopfst vielleicht mal so kurz auf hinten auf seinen Panzer, der unten jetzt liegt. Also klopfst du quasi von unten dran. Du merkst, dass der ganz schön hart ist. Und oben, wenn du auf den Bauch klopfst, ist es ganz schön weich. Mhm. Oh, habt ihr sowas schon mal gesehen? Also der Rüdiger, der ist nicht so hart und weich. Und ich drück so aufs Bäuchlein und klopf richtig ungeschickt gegen diesen Panzer. Ob man sich damit sogar selber rüsten könnte. Sollen wir es absteinen und mitnehmen? Na, wir brauchen Platz für die Knochen. Was ist wichtiger? Ich glaube die Knochen. Aber vielleicht kann man einen Helm daraus machen oder so. Wir können uns eine von den Platten umbinden. Oh. Oder ankleben. Oder ankleben. Ich glaube, es wäre gar nicht mal so unklug. Also mindestens einen Helm hätte ich gerne. Hier tropft es ja auch die ganze Zeit. Wer weiß, ob nicht noch andere Sachen mal runterfallen. Ich fange an. Ich würde es mir lieber als Stichschutz umbinden, glaube ich. Ich fange an mit der Nadel von dem Wächter. Das ist so zu versuchen, diese Platte abzumachen. Ja, mal auf. Möchtest du es versuchen, geschickt zu machen oder mit Gewalt? Natürlich geschickt. Dann natürlich auf Geschicklichkeit. Sein dabei. Na, du musst dich ja fragen, dann auf Geschicklichkeit. Bin geschickt.
Ja, dann schaffst du das. Wenn du es geschafft hast, schaffst du das. Ja. Spürst du die Nadel so ein bisschen zwischen dem weichen und dem harten ein und säbelst so, stickst immer so ein bisschen nach links weg, so dass eine dieser Schuppen abgeht. Die ist ungefähr für euch jetzt so groß. Hier, bitteschön. Wer wollte den Hut? Ich hätte gern einen Hut. Bitteschön. Ich würde vorher versuchen, das noch so ein bisschen auszuwischen. Bevor ich mir auf einen Tausendfüßler schlag. Ein bisschen eklig, aber Sicherheit geht vor. Fump. Können wir da vielleicht auch noch irgendwie was umbinden? Sind da noch größere Platten, die wir uns ganz anziehen können? Ja, quasi? Wie möchtest du das aufsetzen? Das ist quasi eine gerade Fläche unten. Bist du es dann irgendwie? Also okay, das ich balancierst du dann unten oder so, ne? Mit Schnur. Ich glaube, ich habe keine Schnur. Aber ich will ihn auch nicht mit dem Bein festmachen. Ja, ich glaube, das mit dem Kleber ist eine ganz gute Idee. Wie wär's mit einem Fühler? Du könntest es dir mit einem Fühler von ihm umbinden. Vielleicht versuchen wir das erstmal. Ich weiß ja nicht, ob ich sonst den Helm wieder abkriege. Wie ist dieses Spiel auf einmal so dark geworden? Wir sind praktisch veranlagt. Die Leichenteile ihrer Feinde in die Schlacht. Wir haben das letzte Mal auch schön sonnig angefangen und sind dann plötzlich bei Untoten, wo das halbe Gesicht runterhängt, gelandet. Also stimmt, und Körperteilen, die wir mitgenommen haben. Irgendwie haben wir da ein Thema, glaube ich. Ihr habt denen die Ohren abgeschnitten und mitgenommen das letzte Mal. Das ist jetzt nicht neu. Die waren super. So dekorativ. Wir brauchen halt eine Weile. Ich probiere es mal mit so einem Fühler. Ja. Ich kann es dir festbinden, wenn das irgendwie... Ja, ich würde versuchen, so einen Fühler auszureißen. Ich habe leider nichts Scharfes dabei, womit ich es abschneiden könnte. Deswegen muss ich voll... Ja, eine Nadel! Oh, danke sehr. Nö, da war Geschicklichkeit. Ja, ob du das richtig abschneidest. Geschicklichkeit kannst du ja. Ja. Das klappt. Danke sehr. Dann kannst du das festbinden, packst du das auf den Kopf und ja, es ist... Ignoriere, dass es zwei Felder sind. Okay. Es ist kein Schild dabei, es ist nur eins. Moment, ich das mal hier kurz. Ja, aber wir könnten eigentlich ein anderes als Schild mitnehmen, wobei ich habe halt... Jetzt ist es nur noch. Nicht, ne? Weil beide Hände voll. Aber Radenko, hast du nicht nur eine Hand voll? Mit meinem Bogen habe ich zwei Hände voll. Tja, ich fühle mich auf jeden Fall sicherer als vorher. Das ist jetzt so eine Schuppe auf dem Kopf. Und ich sehe sehr stolz aus mit dieser Schuppe auf dem Kopf. Ohren gucken so leicht gedrückt runter. Genau. Das macht nichts. Das sieht bestimmt fantastisch aus. Ja. Dein Käfer guckt dich nur ein bisschen traurig an. Und verängstigt. Rüdiger, mit dir würde ich sowas niemals machen. Aber du würdest uns ja auch nicht angreifen. Niemals würdest du uns angreifen. Rüdiger, ich hab blaue Augen, nein. Ihr spürt einen leichten Luftzug von der anderen Seite dieses Ganges. Ein Luftzug, der Verwesungsgestank mit sich bringt. Oh, ja, dann lass uns das vorsichtig weitergehen. Kommt einen langen Gang entlang. Und wer läuft für mich hinten? Radenko. Ja. Wenn ich immer noch die Fackel habe, renne ich wahrscheinlich vorne, oder? Gut. Die anderen laufen ganz gemütlich weiter. Und Radenko, du kommst plötzlich nicht mehr voran. Du bist in irgendwas reingelaufen und hängst dort jetzt fest. Was ist es? Wartet! Du merkst, dass es nachgibt, wenn du ziehst, aber du kommst dort nicht raus. Ich bin gefangen. Ich prangere das an. Ach du je, was machst du denn da? Ich guck, ob der Klebeklumpen von meiner Seite auf meine Füße gefallen ist. Nee. Ich würde ihn vorsichtshalber am Arm packen, nicht, aber dass es irgendwas ist, was ihn nach unten zieht oder so. Sobald die Fackel wieder da ist und wieder etwas mehr Licht da ist, siehst du, wie dort so ein paar Spinnweben noch so von unten vom Boden nach oben gezogen werden. Also Susi, hau rum. Die Spinnweben bewegen sich. Nein, sie sind von unten nach oben geführt nur. Okay, dann schulter ich meinen Bogen unter Schmerzen, zieh noch mal die Nadel, ich den Gürtel bereit habe. Kann dich auch rausziehen.
Wenn das ja, nicht aber vielleicht, wenn ich mich freischneide, geht das leichter. Wir können ihn einfach an beiden Armen packen und rausziehen, oder? Also so jeder an einem Arm und dann... Schauen wir erstmal, ob er es geschnitten kriegt, dann wackelt es auch nicht so doll. Ja, danke. Ich würde gerne versuchen zu vermeiden, dass dieser Blutklebebollen hier wieder aufplatzt. Dann darfst du es trotzdem mit Stärke probieren. Wenn dir jemand hilft, kannst du es mit Vorteil probieren. Wenn dir niemand hilft, kannst du es ohne Vorteil probieren. Ja, ich würde dir dann helfen. Ich stehe ja direkt vor dir. Wenn du da schneidest und vielleicht da, ich kann ein bisschen mit... Du kannst dir das Bein zum Beispiel auch anheben, dass das nicht so... dass da mehr Platz ist. Ja. Okay, Vorteil, Nachteil, was heißt das? Mit Vorteil, dann würfelst du quasi zwei Würfel und das bessere Ergebnis zählt und das passt. Ah ja, 3, 2. Ja, 2. Vorteil, hast du eine 13 gewürfelt. Irgendwie, ja, egal, die 2 passt. Ja, die 2 passt, genau. Du hast es geschafft. Schnall das nicht. Ich auch nicht. Aber du hast, ja, ich auch. Aber du hast eine 13 und eine 2 gewürfelt offensichtlich. Und die 2 ist niedriger als die 7, also hast du es geschafft. Okay, ich bin verwirrt. Ich auch. Okay, ich hab's geschafft. Wir sind frei! Au, 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 au! Steck die Nadel wieder weg. Mach den Leute, Boden wenn hier noch Spinnenweben sind, war das dann nicht die einzige? Oder das ist noch von der Spinne. Wobei die so. Zünd die mal an. Die überhaupt noch weben. Du zündest den Spinnfaden an? Ja. Okay. Wusstet ihr eigentlich, dass die Spinnenfäden aus dem Popo der Spinne kommen? Dann laufen wir hier durch Spinnenkot? Nee. Durch brennenden Spinnen? Ja, als ihr einen Schritt weiter geht und Maurach anfängt, die Spinnenwebe anzuzünden, zieht sich diese Flamme einmal komplett nach oben und im Kreis um euch an der Decke entlang für einen ganz kurzen Moment. Es wird euch sehr warm. Ihr könnt gerne mal auf Geschicklichkeit würfeln, ob ihr den Kopf schnell genug einziehen könnt. Zum Glück habe ich einen Helm. Ja, du hast einen Helm, du brauchst nicht würfeln, theoretisch. Ah, ich hab's geschafft! Oh Gott sei Dank. Ja, ihr schafft es alle rechtzeitig vor der Stichflamme, die den Kopf einzuziehen. Sie zieht einmal über den Kopf und weg. Jetzt wegen der Stichflamme gestorben, ey. Maura, Vorsicht! Entschuldigung! Kannst du nicht einfach alles hier im Brand stecken? Ich habe nicht alles im Brand gesehen. Naja, uns wenigstens noch nicht, aber knapp war's. Noch nicht. Ich teste meine Fellhaare oben, ob sie angesenkt sind. Nein, die sind in Ordnung. Du hast es rechtzeitig geschafft. Oh, sehr gut. Gut. Ihr geht weiter, nehme ich jetzt an. Ja. Der Gestank ist nicht schlimmer. Es verfällt sogar langsam so ein bisschen auf so ein kleines Eau d'oeuvre in der Luft. Und ihr kommt in einen etwas größeren Raum, in dem ihr, vor dem ihr seht, wie so eine verwelkte alte Pappe über irgendetwas gespannt ist. Das muss der Sarkophag sein. Der was? Der Sarkophag. Was ist das? Eine Kiste, in der die Katze liegt. Oh, finden Sammler dort häufiger Schätze? Ist das dann nicht eher ein Katzokist? Leuchtet ein. Nein, nein, die Fackel leuchtet. Wer ist ein? Die Fackel leuchtet einmal in die Katzokist? Oh, gute Idee. Entschuldigt, muss der Blutverlust sein. Schon okay, es ist sehr kompliziert hier. Erst die Etiketten, ja. Jetzt das. Etikette ohne N? Ja, ja. Ist sehr wichtig. Ich piekse mal gegen den Karton und schaue, ob wir da irgendwie reinkommen. Nee, das ist ein bisschen verwelkt. An der Seite ist auch so ein Schlitz, da könnte man den zur Seite, also die Vorderwand quasi abdecken. Okay, dann tue ich das. Ja, als du das machst, seht ihr tatsächlich, wie vor euch ein großes Katzenskelett sich befindet. Und jetzt mal kurz auf Willenskraft würfeln, ob ihr das zweite auch seht. Alle, oder? Ja, alle, die das sehen möchten und da ein bisschen hingucken. Ich sehe überhaupt nichts. Ich hab's geschafft. Sehr so. Alle außer Susi sehen, wie sich dort ein runder Körper um die Wirbelsäule gelegt hat.
Da wie könnte das übersehen? Skelett. Es ist ein bisschen im Dunkeln gehalten, deshalb ist es nicht ganz so sichtbar und auch ein bisschen weiter hinten. Ich glaube, ich habe den Drachen gefunden. Ich sehe nur ein Skelett. Ich glaube, auch sie hat den Drachen gefunden. Ich fürchte, es wird Zeit, defensiv zu werden. Warte, warte. Aber der Drache schläft doch. Ja, aber er ist um die Knochen, die wir brauchen. Wollt ihr ihn mitnehmen? Wir schneiden der Katze einfach ein Bein ab. Und dann nehmen wir das Bein mit. Vielleicht liegen ja auch ein paar Splitter dort, die wir... Also die groß genug sind für uns. Meint ihr, ein paar Splitter reichen? Ich würde erstmal schauen, ob irgendetwas abgefallen ist. Das Skelett soll ja schon alt sein. Vielleicht ist da was, wo der Drache nicht rumgewickelt ist. Und jetzt sehe ich ihn auch. Dann schauen wir es uns genauer an. Ist das Vieh nur um die Wirbelsäule? Also können wir zum Beispiel Zähne und Krallen mitnehmen? Also ihr seht nur, wie oben quasi an der Wirbelsäule was drumherum gewickelt ist. Und ihr seht aber auch keinen Kopf, ihr seht auch kein Ende. Ihr seht nur quasi so einen Abschnitt aus der Mitte, der einmal drumherum geht und in der Dunkelheit verschwindet. Okay, lasst uns mal. Ich wink alle nochmal zurück. Ja, okay. Geht zurück. Die kommen bestimmt. Wenn nicht, tue ich so, als wären sie trotzdem gekommen. Also, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob sie gut ist, aber es ist eine Idee. Mhm. Ich stelle unter Schmerzen meinen Rucksack ab. Ach, Gott, Scheiße. Und packe, ist das eine Flasche mit drei Ladungen dann wahrscheinlich, ja, dieses Parfüm, ne? Das sind nicht drei auch Flaschen. Da musst du, nee, auch da musst du halt immer danach ein W6 würfeln. Oder Moment, das ist ja keine die entsprechende Ausrüstung. Sonstige Ausrüstung, jedes Mal, wenn du sie benutzt, musst du ein Dings ausfüllen, ja. Und ich hol mein Parfüm raus. Puff. Ich bin hart verwirrt. Beziehungsweise, hier steht, jedes Mal, wenn hier steht, jedes Mal, wenn du sie so verwendest, dass sie beschädigt wird oder verbraucht wird, musst du einfällen. Kann die SL das entfernen? Brennt? Du willst also den Drachen anzünden? Ja. Aber nein! Was, wenn die Knochen dann auch beschädigt werden? Knochen brennen, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, manche können schon verfallen dann. Knochen, die lang genug liegen, brennen ziemlich gut. Woher weißt du denn sowas, Maurach? Das war der Urgroßopa Heribert, der von den Drachen erzählt hat. Der sagte, dass wenn die Drachen Leute anzünden, nichts mehr überbleibt. Aber ich dachte, nichts. Die spritzen Gift. Aber wir würden ja Feuer sprühen. Und wenn dann nichts mehr über ist? Wir könnten vielleicht auch mit dem Kleber und dem Parfüm und meinen Pfeilen Feuerpfeile machen. Aber wenn die schlafen, wenn es kalt ist und wir die warm machen, wecken wir die auf. Ich denke, wir sollten erstmal versuchen zu schleichen. Ja, wir suchen uns die vorderste Gliedmaße, schleichen hin, schneiden sie ab und dann gehen wir wieder. Okay, na gut, wie wär's damit? Ihr macht das und ich bleib mit dem Parfüm hier hinten, falls wir defensiv werden müssen. Das wäre ein Plan. Dann kann man immer noch hier die ganze Hütte abfackeln. Eigentlich finde ich die ganze Hütte abfackeln schon ganz nett. Nicht, aber wenn wir drin sind. Plan B. Das ist Plan B. Ich würde einmal spähen wollen, ob ich irgendwie abgefallene Knochenstücke sehe, die vielleicht auch in der Nähe liegen, die groß genug wären, um sie als Waffen zu benutzen. Dann Willenskraft mit Nachteil. Mhm. Also, weil du... Nachteil mache ich wie? Wenn du draufklickst auf Willenskraft... Ach so, stimmt, da ist ja eine Auswahl. Stimmt. Müsste so ein... Genau, top. Hier ist das Dragdown-Menü oder so sein. Oh, das sieht... ja, du hast aber auch eine 3 gewürfelt. Oh, ja, gut. Scheint die 3 zu funktionieren. So. Wir nehmen das jetzt einfach so, dass es 2 Würfe sind. Ja, schaffst du. Du siehst, wie unten an diesem Katzenkörper dran so ein paar Rippen liegen und ein paar Knöchelchen. Und
der Kiefer auch schon runtergefallen ist und da so ein bisschen ins mehrere Brocken zerfallen ist. Und es liegt alles so unten, also nicht oben an dem, wo die Wirbelsäule ist. Seht mal, der Kiefer vorne ist schon abgefallen und da sind auch noch ein paar andere Splitter. Wir müssen auf keinen Fall drauf klettern und können Abstand halten zur Wirbelsäule. Wir können die Zähne mitnehmen. Und die Kralle liegt natürlich auch da, ne? Die Krallen liegen auch alle einzeln. Der Mauster sagte ja, dass das vermutlich auch in Ordnung wäre, richtig? Zähne, Knochen. Wir schleichen uns hin, holen uns die Zähne und hauen ab. Aber wir sollten die Fackel nicht mitnehmen, nicht dass wir es wecken. Ich piekse die nochmal da so in den Boden. Nein, warte, piekse sie bei mir in den Boden, dann kann ich Pfeil, Tunken, anzünden, schießen. Okay. Nur dann, falls wir defensiv werden müssen, versteht sich. Klar. Mhm. Dann bin ich sehr gewohnt eigentlich, Dinge einzusammeln. Dann würde ich einfach mal... Ich habe noch eine Idee. Ja. Wisst ihr noch, wie ich vorhin die Schneebälle geworfen habe und Rüdiger hat sie geholt? Ja. Vielleicht kann er was für uns holen. Ist das rollenmäßig möglich, dass ich meinen Käfer vorschicken könnte, um zu gucken, ob der so ein Stückchen holen kann? Quasi einfach Geschicklichkeit auf Vorteil würfeln für mich, ja. Mhm. Probieren wir es. Im Ernstfall wird der Käfer gefressen. Rüdiger! Gerade so mit der Elf. Rüdiger rennt los und kommt mit einem kleinen Knochensplitter zurück. Soll ich die ins Inventar ziehen? Mhm. Die Splitter können als Geschosse verwendet werden. Der Drache hat sich nicht bewegt? Nee. Das sah erstmal recht sicher aus und wir haben schon mal eins. Okay, dann... Mehr kann der Kleine nicht tragen. Ich schätze, für Größeres müssen wir eher hingehen. Dann würde ich mal mich hinschleichen wollen und hätte es abgesehen auf den vorderen Fangzahn, der ja offenbar am Unterkiefer dran wäre. Aber ich würde vorher ein Stück von dem Käse essen, um da Platz zu haben, den Fangzahn mitzunehmen. Ja, dann kannst du einen Käse rausstreichen, ja. Ja, also dann essen wir einmal wie... Unten links ist so ein... das Ding. Ah. Also, und einmal rechts. Rein mit dem Käse und dann würde ich mich da so anschleichen und schauen, ob ich den unteren Fangzahn... Geschicklichkeit. Noch... Problemlos kommst du hin und nimmst dir einen der Zähne mit. Gut. Kann ich jetzt einfach hier stehen bleiben? Den Zahn in Richtung Susi werfen, während Radenko versucht, noch mit dem Pfeil drauf zu halten und einfach einen zweiten Zahn schnappen. Musst du Geschicklichkeit 5 werfen würfeln, ja. Muss ich dann auch für Fangen? Nee, Fangen funktioniert. Okay, dann probiere ich das. Susi, fang! Ich gestikuliere nur so. Ja. Susi hat keine Tasche mehr frei. Ich kann sie erstmal hinlegen. Okay. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir noch übermütiger werden dürfen. Sollen wir nochmal, oder? Ich weiß nicht, ob wir mit zwei Zähnen, die quasi als Dolche fungieren können und Splitter als Geschosse ausreicht. Radenko, hast du noch Platz in deiner Tasche? So, kurz OC, es werden vielleicht ein paar mehr Mäuse mit in den Kampf ziehen können, wenn dann eins zu einem Kampf kommt, dann... Also wir brauchen auf jeden Fall eine Katzenpfote, sehe ich das richtig? Pfote vielleicht jetzt nicht, aber ein größerer Knochen wäre ganz gut, ja. Immer mittragen können. Also das Gerippe ist zum Teil runtergefallen, ne? Genau, es liegen dort so ein paar Rippen in Schwertgröße sozusagen. Und, wie praktisch. Naja, also ne, das ist halt in der Größe zusammengefallen. Noch ein paar Krallen, ein Stück vom Kiefer und normale Knochen. Also ich snacke jetzt mal den anderen Käse, damit ich Platz in meiner Tasche habe. Und außerdem, da wir das Horn ja nicht mehr brauchen, lege ich jetzt auch mal das Horn ab. Ich nehme es ja einfach raus.
Ja. So eine Rippe ist 2 Felder groß. Okay, dann nehme ich jetzt mal meine 2 Felder und versuche eine Rippe einzufangen, ohne dass ich den... Na gut, du stehst ja da. Das passt schon. Ich drehe sie dir mal. Moment. Aber es wäre dann auch nur ein Schwert, ne? Ja, der Radenko hat auch noch Platz. Ich habe auch noch Platz. Ich habe noch 3 Felder frei. Okay, kann ich dann einfach mal ganz unvorsichtig oder ganz vorsichtig versuchen, sie weiter mit Knochen zu bewerfen? Kannst weiter Geschicklichkeit würfeln, ja, für jeden Wurf. Aber ich kann auch einfach den Knochen nehmen und zu ihnen hingehen und wieder zurückgehen, aber dann ist es wahrscheinlich genauso. Dann musst du auch Geschicklichkeit würfeln, ob du halt nicht laut bist, genau. Ja, also dann werfen wir weiter. Also Leute, egal was du machst, du kommst da jetzt nicht drum rum. Bitte steckt euch die gleich alle irgendwo ein. Wenn der Drache aufwacht, laufen wir einfach ganz schnell weg, okay? Okay. Einpacken. Ich werde Radenko erstmal noch den Zahn geben, den ich erstmal nur hingelegt habe. Du hast ja 3 Plätze, ne? Ja. Ja. Moment, ich suche Radenko. Ich bin hier. Ein Platz, ne? Ja, der ist so klein. Jemand, eine Parfümflasche. Hat noch jemand 2 Plätze, damit ich noch eine Rippe werfen kann? Ich müsste meine Fackel und das Horn ablegen, um 2 Plätze frei zu kriegen. Ich habe 2 Plätze noch frei. Ich habe noch 2 Fackeln. Also das heißt, ich würde jetzt erstmal versuchen, eine Rippe nach Radenko zu werfen. Wenn wir das Parfüm opfern, ja perfekt, ich packe eine Rippe ein. Du kannst sogar 2 Sachen werfen. Du hast 1 gewürfelt. Ja, ich werfe so 2 Rippen. Wenn wir das Parfüm in der eiligen Flucht opfern, also so umkicken Richtung Drache und dann mit der Fackel anzünden, dann habe ich sogar noch einen Platz frei. Vorbereitend hingelegt für den Fall, dass also. Ja, so ja. Haben wir noch Platz, dass ich irgendwie noch irgendjemandem versuche, was zuzuwerfen. Einen Platz könnte ich noch freimachen, wenn wir das Parfüm opfern, ja. Ich könnte auch das Horn ablegen. Also dann brauchen wir noch 2 Platz. Zähne. Ja, dann lasse ich mein Horn hier. So, der Kiefer ist auch 2 groß. Warte mal, der wenn wir beide Kiefer? Einen Platz frei, kannst du dann nicht was von mir nehmen? Wie zum Beispiel, keine Ahnung, meine Fackeln oder ich nehme was von dir und dann nimmst du den Kiefer? Wenn er... Also es ist nicht der ganze Kiefer, das ist so ein Stück, wo nur so ein Zahn rausguckt. So wie dein Haken quasi. Okay. Also die Fackeln... Moment. Also Maurachs Fackel brennt noch etwas, du hast eine Fackel. Vielleicht lasse ich eine Fackel hier. Wer weiß, ob wir das Horn nicht noch brauchen, um uns irgendwie aufmerksam zu machen. Dann hätte ich allerdings nur einen Platz. Aber wenn du mir die Fackel gibst, also wenn du mir deine Fackeln gibst, hast du 2 Plätze, dann habe ich halt die Fackeln. Oder wir geben dir die Fackeln. Nein, guck mal, wenn ich das Parfüm da lasse, habe ich ja einen Platz. Und du was ablegst, ist auch ein Platz. Und wenn jetzt einer von uns, was das einen Platz braucht, also den anderen nimmt, haben wir 2 Plätze freigemacht. Okay, dann gebe ich dir das Horn und lass die Fackel hier. Wir haben noch genug. Ja, und ich lasse das Parfüm da stehen. Okay. Brauchen wir, was ist das Horn? Ist das besser als Parfüm? Das Horn ist von den Wachen, dass die einen hören können. Und okay. Ich dachte vielleicht auch, dass man andere auf einen aufmerksam machen kann. Also, dass die Fackeln jetzt auch da, oder? Ich nur meine. Achso, du bist die da. Nee, die nehmen ja dann ich da. Also, du 2 Plätze frei. Du kriegst das Horn. Ich krieg das Horn, genau. Du kriegst das Horn. Du kriegst das Horn. Dann lässt du Fackeln da und ich hab noch Fackeln. War ein bisschen kompliziert. Ja, wie viele Plätze haben wir jetzt? Was, du mit lässt was die Fackeln da, ja, so, jetzt hast du das da. Wir können jetzt ein Stück Kiefer noch mitnehmen, also wir haben jetzt einen Doppelplatz nochmal. Okay. Du hast ein 1 gewürfelt, also konntest du dir noch ein 2. Ruder geben. Was heißt 1 Ruder geben? Das passt also mit dem Kiefer. Achso, okay, dann habe ich jetzt noch mal gewürfelt. Dann hat es auch gleich schon geschafft fürs Wegschleichen. Wir nehmen alles und schieben es woanders hin. Du, dann habt ihr genug. Und wir haben nicht den Drachen geweckt. Noch nicht. Ja, dann nicht weg. Schnell! Sei vorsichtig, Maura. Du hast ja fürs Zurückgehen schon gewürfelt. Jetzt kommst du also auch wieder zurück zur Gruppe. Jawoll! Gut, dann nichts mehr weg. Davon. Schleichen wir uns davon. Wollt ihr nicht abfackeln? Wir wollen nicht abfackeln.
Wenn wir nicht abfackeln müssen. Ich glaube, wir müssen nicht defensiv werden. Wollen wir ihn abfackeln? Regt sich doch nicht, oder? Ich meine, das Parfüm steht jetzt da auf dem Boden. Ich würde erstmal schauen, ob sich der Drache irgendwie regt, ob sich irgendwas getan hat. Oh, können wir das Parfüm neben den Drachen stellen und wir machen einen Feuerpfeil, den wir dann, wenn wir am Ausgang sind, noch schnell hinschießen und dann rennen wir weg. Mit einer erfolgreichen Geschicklichkeitsprobe kannst du das machen, ja. Mach mal. Sollen wir das machen? Okay, wer möchte das machen? Darfst du sogar mit Vorteil würfeln, weil ich die Idee cool finde. Okay, mach das. Cool, dann machen wir das. Aber du musst schießen, ne? Weil ich kann nicht schießen. Gut, dass du mit Vorteil gewürfelt hast. Jetzt hast du nämlich wenigstens noch die 7 dabei. Und mit der 7 schaffst du das. Du läufst hin, tippelst hin, stellst vorsichtig das Parfüm so auf den Karton, so wahrscheinlich unter das Grip, dass es direkt unter der Wirbelsäule ist und rennst wieder weg. Da ist ja auch noch eine Pappe drunter, die brennt ja auch noch ein bisschen. Die ist zwar ein bisschen durchgeweicht, aber das passt schon. Das ignorieren wir jetzt einfach mal und rennst wieder zurück. Genau, tippe ich noch schnell einen Pfeil in die Parfümflasche, damit ich einen Feuerpfeil habe. Zünde das an der Fackel an und schieße. Aber erst wenn wir ready sind zum Wegrennen. Okay. Seid ihr denn ready? Lasst uns los, oder? Ja. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt die Beine in die Hand und schauen, dass wir so schnell wie möglich wegkommen, ne? Ja. Gut, auf geht's. Ja, der Weg ist ja jetzt frei, ne? Es sind ja keine Spinnenweben mehr, an denen man kleben könnte. Ihr bewegt euch raus, Radenko bleibt ein bisschen hinten, schießt schnell den Pfeil, trifft, weil man Mausritter immer trifft. Die Parfümflasche, die zerspringt in Flammen auf, die Pappe fängt an zu brennen und macht nur 8 Schaden. Ich bin ein wenig enttäuscht. Ja, ich auch. Prangere das an. Die Pappe fängt an zu brennen und ihr merkt, wie sich die Schlange um der Drache langsam rührt und bewegt. Ich muss es kurz rechnen. Das wäre so vermeidbar gewesen, wenn wir einfach angehauen wären. Ja. Und sich langsam etwas aus diesem Flammen, wenn ihr nach hinten schaut, aus den Flammen eine Schlange hervortut, ein Kopf und in eure Richtung guckt, das Maul aufgerissen und auf euch zu nattert. Ja, wir rennen weg. Naja, ihr rennt. Dann, ja, wir rennen. Geschicklichkeit. Der Drache kommt, der Drache Zeit, kommt. Ja. Punktlandung. Ja, die Schlange hat auch eine 17 gewürfelt. Ihr schafft es, loszurennen, kommt zum nächsten ganz schmalen Gang, wo die Schlange auch nicht reinpassen wird, die so ein Maus hoch, ein Maus breit ist, rennt hinein und kurz bevor die letzte Person, also Radenko, reingesprungen ist, merkst du noch, wie die Wand hinter dir erschüttert, weil die Schlange wohl irgendwie ein bisschen schlaftrunken und hektisch euch hinterher gegen die Höhlenwand geknallt ist und der Raum einstürzt über ihr. Ja, sehr gut. Was aber auch bedeutet, dass der Schlauch sich etwas bewegt und hebt. Wow. Unangenehm. Ich habe damit nicht gerechnet und fall um. Dann falle ich über dich drüber. Ich bin ja direkt hinter dir. Dann landet ihr beide schön im Morast, der sich abgelagert hat in den Schläuchten. Und seid jetzt von oben bis unten mit abgestandenem mein schönes, sauberes Fell. Dreck. Aber ja, lieber stink ich als tot. Das ist auch wahr. Sieht wahrscheinlich auch nicht anders aus, weil ich so einfach in den Schlauch reingesprungen bin mit der Schlange. Ihr seid einfach komplett durchgezogen, auf dem Rücken so, diese Knochen befestigt überall so am Körper und jetzt einfach voll mit diesem Morast. Wir sehen so wild aus. Ich roll mich noch auf den Rücken, um da eine runde Sache draus zu machen. Das ist bei uns von Ringels wichtig. Halt mir die Seite. Und sag, Radenko von Ringel, Drachenbrenner. Ja. Das soll von nun an dein Titel sein. Ja. Ah, gib mich hoch. Aber sie lebt noch, ne? Die Schlange? Die steckt noch fest. Ist jetzt unter der Erde erstmal begraben, auf jeden Fall. Graben, okay. Ob sie noch lebt, kann man jetzt nicht sagen, von euch aus gesehen. Die gute Nachricht ist, wir leben. Die schlechte. Ja. Ob jemals noch mal jemand an Katzenknochen kommt, ist die andere Frage.
Aber wir haben Katzenknochen. Wir leben. Ja. Und nicht nur das. Wir haben auch, und ich zeig die Splitter, ein paar Schusswaffen. Oh. Das freut den Bogenschützen in Radenko. Wir sollten uns schnellstmöglich wieder an die Oberfläche begeben. Das Absolut. War mir hier gefährlich genug. Ich wisch mir so ein bisschen was von dem Schnodder aus dem Gesicht und dann auf geht's. Schauen wir, dass wir zurückkommen. Dadurch, dass Susi die Wege mit etwas Glitzer gesprenkelt hat, ist es euch nicht so schwer, den Weg zurückzufinden. Und ihr kommt bald an ein Rohr, großes Rohr wieder, an den Rosenrohr wieder an, das nach oben führt. Und am Ende seht ihr das Licht am Ende des Tunnels, das ihr zugeht. Geh nicht rein! Geh nicht in das Rohr! Nein! Nein. Und ihr kommt wieder komplett mit Morast überzogen in die ehrwürdige Zitadelle. So all denen mit den weißen Gewändern. Ja. Mir macht das Spaß, ich mag Schwäche an. Ja, die weichen euch so ein bisschen aus, gucken euch angewidert an und es kommt nach kurzer Zeit, in der ihr so ein bisschen da rumsteht und abtropft, kommt einer... Ein Kampf für die Geschichtsbücher. Wir haben den Drachen angezündet. Und die Katzenknochen gerettet. Ja. Während ihr so steht und Leute ihre Geschichten lauschen gerade, kommen zwei Mäuse mit so kleinen Fingerhüten voll Wasser und kippen euch erst einmal, damit es abgewaschen wird. Eine andere Maus kommt mit so ein bisschen Stoff und rubbelt euch so ein bisschen von oben bis unten ab, dass ihr wieder trocken werdet. Ich schreibe ihr am Schieß, als er den Klebeklumpen wegreibt. Oh nein. Lot, Herr von Ringel. Mein Monster hat mich fast in zwei gebissen und jetzt das. Wir müssen sie verbinden. Bringt mich zu eurem Medizin, Mauster. Wir sind alle der Medizin kundig. Und so die ganzen Novizen. Bringt mich zu eurem Besten. Novizen kommen schon an. Die ganzen Novizen kommen schon angetrudelt. So, oh, können wir den Drachentöter. Ich kann mich alleine tragen. Aus meinem schönen Fell. Du kannst deine Lebenspunkte wieder auffüllen. Trefferpunkte. Nice. Ihr werdet verarztet erstmal und versorgt und groß angeln und jemand schreibt eure Geschichte nieder. Wie wollt ihr diese denn erzählen? Dass ihr total toll den Drachen erledigt habt oder dass ihr die Wahrheit? Ich ärgere mich gerade. Wahrscheinlich alles erzählen, oder? Weil dann kann ich jetzt nicht erzählen, dass der Drache mir das Auge ausgebissen hat. Nein. Also, wir erzählen im Groben die Wahrheit, aber halt... Ja. Ein bisschen ausgeschmückt, aber ja. Nicht zu viel. Genau. Wir sind auch nicht in den Dreck gefahren, weil ich gestolpert bin. Erzählen wir denn das... Also, wir erzählen schon, dass wir es im Nachhinein, also bei dem Rückkampf alles in Brand, oder? Nicht Aug zu Aug? Nicht, dass die uns dann noch ganz andere Aufgaben geben, denen wir nicht gewachsen sind? Wenn wir zu heldenhaft sind. Und an dieser Stelle endet Akt 2. Und wir haben überlebt. Die Rückkehr machen wir dann in Akt 3. Ich hätte nicht gedacht, dass Radenko überlebt. Aber okay. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Drachen überleben, tatsächlich. Ich dachte, die Schlange frisst uns einfach an. Das war halt auch sehr clever. Muss man halt auch belohnen. Aber was du auch für Geschicklichkeitswürfe hattest, ne? Ja! War schon. Es hätte auch schief gehen können. Ja, ich hatte so Würfelglück. Das ist unglaublich. Normalerweise würfel ich richtig schlecht. Aber bei Mausritter... Ist schlecht halt gut, ne? Ich hatte 2 Net 20s. Also dürft sogar alle jetzt eine Stufe aussteigen. Ja! Stufe 3. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ihr alle auf eure Werte mal würfelt. Und wenn ihr drüber seid, dürft ihr ihn um 1 steigern. Meinen Trefferpunkten gucke ich direkt mal nach nochmal. Oh yay. Eine Stärke mehr. Alle Werte? Ja, alle 3, ja. Natürlich würfel ich jetzt den Dreieck. Da wird jetzt nichts. Halt, aber Willenskraft darf ich erhöhen.
Yes, natural 20 bei Geschicklichkeit krieg ich da 2 Punkte. Nee, du hast um 1 aufsteigen. Yay. Und dann dürft ihr noch bei alle 3 W6 würfeln, um für Trefferpunkte aufzuleveln, um die Anzahl. Ist meine Geschicklichkeit eigentlich durchgegangen? Ich sehe den Wurf irgendwie nicht. Warte. Ist ja nur Stärke. 3W6 sagst du? Genau, 3W6 und um den Wert könnt ihr eure... Yes! Oder ich habe nur 13 gewürfelt. Könnt ihr um den Wert? Moment, könnt ihr um den Wert für die Trefferpunkte, die bei der neuen Stufe angegeben sind, ist das Ergebnis... Nee, wenn das Ergebnis höher ist als deine aktuelle, darfst du das um die... Darfst du es ersetzen? Ersetzen, nicht um das erhöhen. Und wenn das nicht höher ist, also dann heißt, um 1. Also das heißt, wenn ja, ich jetzt... 13 ist höher als 6. Ja. Genau, dann tauschst du jetzt die 6 durch 13 aus. Ach, Radenko wird das Tank. TP? Genau, TP. Oha, dann steige ich von 3 auf 10. Das ist gut, dann können wir jetzt nicht mehr sterben. Und ihr kriegt alle, jetzt habt jetzt 2 Mumm. Mumm haben wir gar nicht ausgespielt, aber das machen wir dann bestimmt noch. Aber wir haben auf jeden Fall Mumm hinzugewonnen, nachdem wir all diese krassen Sachen gemacht haben. Ich muss allerdings noch auf Geschicklichkeit und Willenskraft würfeln. Irgendwie sind die nicht durchgegangen vorhin. Mach ich mal kurz. Ich habe nur Geschicklichkeit steigern können, aber immerhin. Das hat geklappt. Ich konnte auch Willenskraft konnte ich steigern. Boah, ich darf alles steigern. Nice. Ja. Alles um 1, genau. Sehr cool. Okay. Gut. Dann machen wir jetzt gleich noch eine Nachbesprechung und für alle da draußen geht's gleich weiter. Erstmal dürfen noch jeder sagen, wann man sich denn das nächste Mal sieht. Was macht ihr denn demnächst? Wir fangen wieder in der gleichen Reihenfolge an. Wir fangen jetzt mit Susi an, weil Susi oben im Overlay ganz links sitzt. Fangen wir doch nicht gleich an. ich bin morgen tatsächlich da. Wir fangen an mit Lords of the Fallen. Freue ich mich mega drauf. Jüch. Soll ich noch mehr sagen? Ja, so ein bisschen. Also morgen ab 16 Uhr bin ich wieder da. Bei meinem Kanal fangen an mit Lords of the Fallen. Wie gesagt, ist ein Dark Fantasy Epos. Den gab es schon mal 2014. Viele fanden den kacke, weil der super clunky war. Aber ich hatte ehrlich gesagt Spaß, weil ich bin ein langsamer Mensch. Genau, bin mal gespannt, wie jetzt diese neue Auflage ist. Und ja, so Richtung... Ja, ist halt Dark Fantasy, bisschen Souls-like. Freue ich mich drauf. Dann ist Radenko als nächstes. Also Heiko. Das bin ich, ja. Oh Gott. Okay, Leute, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Das wird eine volle Woche. alles Pen and Paper. So viel Pen and Paper. So viel Pen and Paper. Am Montag führe ich meine tapfere Posse durch den weirden Westen der Deadlands, wo sie versuchen, in den Wirren der aufsteigenden Rail Wars zu überleben. Ihr Leben ist natürlich wie immer mit einem Cliffhanger wieder in Gefahr. Das ist irgendwie ein Running Gag in der Kampagne. Alle 2 Stunden sind sie fast tot. Ja, genau. Am Dienstag dürfen unsere Steampunk-Space-Piraten wieder den barocken Waschbären helfen, sich im Weltall zurechtzufinden. Am Mittwoch bin ich bei Kel, wie jeden zweiten Mittwoch, für Mysterious Matters, dem Urban Mystery Fantasy Akte X irgendwas der 90er als Barde Joshua unterwegs. Am Donnerstag haben wir eine neue Session Zero für Wiede Wiede Welt, wo die Spielis und der Chat ein Setting basteln dürfen für einen One-Shot, den wir dann eine Woche später spielen. Und am Freitag sieht man mich bei Yokai in New York mit der Megu und dem Walker und dem Bernsteinfuchs auf, ich glaube, all diesen Kanälen inklusive meinem. Und wem das noch nicht reicht, der kann noch beim Herrn Walter in den YouTube-Kanal gucken, wo gerade jeden Freitag das aktuelle Hunter-Let's Play veröffentlicht wird. Also nur Pen and Paper die ganze Woche. Und ich werde wahrscheinlich über Tag auch noch die ganze Zeit Baldur's Gate 3 mit David spielen. Mit meinem Würfel-Klau-Bild. Ja. Man könnte meinen, das ist dein Hobby. Viel los, viel zu tun. Hast du das mit dem Harmonia Pen and Paper noch gesagt, Finja?
Nee, hatte ich nicht gesagt, aber also ich dachte irgendwie nur fürs nächste Mal. Ich habe mich zu kurz gefasst, glaube ich, aber Pen Paper haben wir auch nächsten Freitag bei Layla allerdings auf dem Kanal, nicht auf meinem. Da ist dann der Fabius von Against the Odds, der leitet für uns einen One-Shot, wo wir nochmal in unsere Astria-Charaktere reinschlüpfen von unserer letzten Kampagne, die wir hatten. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wird bestimmt cool. Vor allem, weil wir von einer Welt kommen, in der Magie richtig verpönt war, weil es halt Zeitrisse erschafft. Und ist halt nicht so gut, zerstört halt die ganze Gegend. Und wir kommen jetzt in eine Welt, wo Magie das Normalste der Welt ist. Und das wird auf jeden Fall ein Kulturschock für uns. Da bin ich mal gespannt. Und last but not least. Ich bin... Bei mir ist das der nächste Stream am Montag um 10. Wir haben Scarlet Nexus mittlerweile beendet und werden übergangsweise ein bisschen erkunden in Genshin Impact. Und ich hoffe, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das wünsche, dass wir dann nächste Woche Lords of the Fallen anfangen. Aber tatsächlich weiß ich das noch nicht ganz genau. Ja. übernächste Woche. Ja, nächste Woche ist ja am Montag. Nicht sowas am Montag, ja. Das ist so das, was für nächste Woche geplant ist, komplett erstmal tatsächlich. Genau. Kurz zu mir, bei mir geht's morgen auch weiter. Da spielen wir Trail of Cthulhu. The Millionaire Special heißt das ganze Abenteuer. Trail of Cthulhu ist ein anderes Cthulhu-System und nicht Call of Cthulhu, das auf dem Gumshoe-System funktioniert. Das ist ein bisschen anders. Und wir spielen im April 1912 mitten auf dem Atlantik. Die Leute, die überlegen, wird das Überleben der Spielis wahrscheinlich noch schwieriger gestaltet, denn wir sind auf der Titanic. Gut. Und mit dabei sind Ria, Krawallhamster, die war vorhin auch hier kurz, und Corbelia. Und sie sind alle Mitglieder der ersten Klasse. Bin schon mal gespannt. Jetzt funktioniert der Schaubild bitte auch noch. Sehr gut. Dankeschön. So. Dann war es aber für heute, würde ich sagen. Wir raiden noch. Ich habe schon geguckt. Wir gehen zu Seance. Der hat nämlich heute seine erste Pen-and-Paper-Runde auf dem Kanal, wenn ich richtig liege. Die spielen nämlich Dune. Mit das Flo als... Ja, das Dune-Pen-and-Paper. Und mit das Flo als Spielleiter. Deshalb gehen wir da mal hin. Wollen wir einen Rated-Hashtag machen? Fällt einem jemand einen guten ein? Immer diese Würmer. Das klingt gut. Oder Schlangengrillen. Was wollt ihr lieber? Wenn wir Schlangengrillen? Wir sind Drachentöter, Mann. Ja, Drachentötermäuse, das klingt auch. Wir müssen ja erstmal angeben, wenn wir jetzt reinkommen. Genau. Schon, oder? Probiert euch den weg. Gerne auch ein Emote noch dahinter, wenn ihr habt. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, morgen zu Cthulhu oder irgendwo anders wieder. Habt auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Und vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die ganzen Gift-Subs, Resubs, Subs, Follows, die noch reingekommen sind. Die habe ich auch gesehen, die sind nicht vergessen. Und Bitgeschenke und für den ganzen Support. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder. Bis dahin, macht da drüben ein bisschen Stunk. Oder nicht Stunk, macht ein bisschen Party, viel mehr. Bis dahin. Tschüss. Party.